Freunde, Römer, Finsterlinge, da sind wir. Und nach dem obligatorischen Audiotest geht's dann auch gleich los. Das klingt alles so, wie es soll. Hervorragend. Ja, anlässlich des Spooktobers werden wir uns heute mit einem Spiel beschäftigen, was ich schon seit längerem auf dem Plan habe. Ich hatte damals auch die Demo gespielt und war von der Atmo und vor allem auch von der grafischen Gestaltung gleich sehr, sehr angetan. Und die Grundidee, dass man da auch eine Kamera hat, mit der man irgendwie durch die Dimensionen gucken kann, fand ich damals schon ziemlich cool. Und vor geraumer Zeit ist jetzt Phobia Sankt Dinfner Hotel, was außergewöhnlicher Name, Sankt Dinfner Hotel in der Vollversion erschienen. Und ja, das werden wir uns heute mal zu Gemüte führen. Ich habe es schon angespielt, die ersten 10 Minuten oder so. Einfach um zu gucken, ob alles funzt. Aber das werden wir jetzt gleich nochmal gemeinsam auch wiederholen. So, Moment, siehste, ich muss Chatty noch leiser machen, sonst fallen mir hier die Ohren ab. Besser ist das. So, ah, Tanja ist am Start. Hervorragend. Es gibt ein neues Emote übrigens, wenn du Ausrufezeichen Spooky eingibst, dann gibt's ein GIF. So, aber nun zu etwas völlig anderem. Extra für den Spooktober eingebaut. So, aber nun zu etwas völlig anderem und zwar zum Spiel. Wir beginnen neu mit New Game und ja, dann geht's gleich los. So, das ist ganz cool, dass es Ammo Assistance gibt. Ich habe nämlich gelesen, in manchen der Bosskämpfe ist die Ammo wohl sehr, sehr, sehr sehr scarce und von daher finde ich das cool, wenn wir da ein bisschen mehr haben. So, wartet mal, bevor wir anfangen, ich stelle mal das Audio noch ein bisschen runter, damit das nicht so krass übersteuert im OBS. So, das glaube ich ganz gut. Alles klar. Ah, Kommandam ist auch am Start. Ich habe just heute ein Buch eingetütet, allerdings noch nicht wegschicken können. Das wird wahrscheinlich morgen rausgehen. Das ist dann zu dir auf dem Weg. So, aber nun geht's endlich los mit New Game und yo, here we go. Prolog. Schauen wir mal, was es mit dem Prolog auf sich hat. Ich kenne den natürlich schon. Ich spiele jetzt. Verdammt, das ist ja gruselig. Wow. So. Ah, shit. Shit. Where am I? Bruce Willis in jedem seiner Filme. No. Shit, where am I? No, no, no. I have to get out of here. Ja, das sehe ich auch so. Sollte das irgendwie ruckeln oder laggen, dann beschwert euch bitte, ne? Dann stelle ich die Grafik ein bisschen runter. Korra, das bedeutet run. In welcher Sprache ist denn Korra run? Also was ist denn Korra für eine... Was ist denn das für eine Sprache? Spricht jemand diese Sprache? Ich weiß nämlich nicht, was das für ein Entwickler ist. Ob das irgendwas Polnisches ist oder so. How to use an item. Ja, wir haben den Schlüssel. Den können wir benutzen. Und ab geht's. The Quarry? Ach so, das sind diese Film-Dinger, ne? Ich muss sagen, da bin ich nicht so begeistert von. Das ist nicht so mein Genre, ehrlich gesagt. Also ich habe weder hier die... ich habe weder Until Dawn... What? Ich habe weder Until Dawn noch... Okay. Weder Until Dawn noch die Nachfolger gespielt, weil, wie gesagt, mir ist das halt zu wenig Spielanteil. Prezaro membro da Sagrada Trila. Ja, das könnte portugiesisch sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warte. Dear member of the Sacred Trail, the new guinea pigs are ready for testing. Das klingt vielversprechend. The procedures will begin immediately. The Sacred Trail counts on your collaboration for the proper registration of the patients. To the principle of free will. Ach so, ja. Na, wenn das so ist.
freier Wille und so. Ich bin ja nicht überzeugt. Wir werden sehen. So, hier ist eine Lampe. Das ist wieder eins dieser Spiele, wo man literally in jede Schublade gucken kann. So, Joao Luis, das sind wir offensichtlich. Das sagt er nämlich gleich. They have a whole file on me oder irgendwas. So, warte mal kurz. Warte mal einen Moment. Wenn man das umstellt auf... Die Texte auf Deutsch umstellt. Gibt es Deutsch? Es gibt Deutsch. Ja, machen wir mal auch. Gibt's auch... Achso, Voices gibt's... Ach, siehst du, Portuguese. I see. Brasilianisch. I see. Machen wir Texte mal auf Deutsch. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie einfacher, oder? Falls das nervt, sagt Bescheid. Ich denke nur, bevor ich mir jetzt immer Englisch irgendwas abbreche, könnt ihr auch den Text lieber gleich selber lesen. They have a whole file about me. They have a whole file about me. So, warte, Dokumente. Da ist das File. Heute Morgen haben wir in einer Abstellkammer diesen Kerl entdeckt. Er hat versucht, sich zu wehren, aber wir konnten ihn überwältigen. Das ist das erste Mal, dass es jemandem außerhalb des Heiligen Pfades, also Sacred Trail, der Heilige Pfad, gelungen ist, unsere Einrichtung in diesem Ausmaß zu infiltrieren. Er wird zusammen mit den Verrätern in den Arrestzellen bleiben. Wir werden schon bald mit dem Verhör beginnen, da wir herausfinden müssen, was er weiß. Das war 6. Mai 1960. Wir haben dem Spion ein Notizbuch abgenommen. Den Angaben darin zufolge ist er Reporter und Ermittler. Er versteckt sich schon seit einiger Zeit unter uns und hat viel zu viele Informationen über den Heiligen Pfad gesammelt, um am Leben gelassen zu werden. Nach Rücksprache mit unserem Vorgesetzten soll der Mann eliminiert und das Notizbuch vernichtet werden. 10.05. Der Gefangene ist noch immer bewusstlos. Wir versorgen ihn in seiner Zelle mit Essen und warten auf weitere Anweisungen. Aha. Also erst wollen sie ihn umbringen und dann halten sie ihn aber noch 3 Tage lang künstlich am Leben. Naja, sehr, sehr konsequente Verschwörung. So, was haben wir denn hier? Jede Menge Schlüssel. 2, 3, 4. So. Warte mal, wir waren hier noch gar nicht fertig mit dem lustigen Durchforsten der Schubladen. Was haben wir da? Was ist von der Zukunft zu erwarten? Ja, das kann ich nicht beantworten, da ich kein Portugiesisch kann. Sonst könnte ich das Buch lesen. So. Noch ein Buch. Tagebuch. Ach, guck. Inventar. Wie was? Inventar voll. Ach, komm. Jetzt müssen wir Schlüssel loswerden, damit wir ein Buch aufnehmen können? Wow. Wow. So, welcher der Schlüssel ist es jetzt? Das ist die spannende Frage. Oh, random gleich der erste. Es sind nämlich nicht alles, die sind nicht identisch. Also jeder Schlüssel ist für eine Zelle. Ich hatte offenbar gerade einfach Glück. So. Hier ist quite literally nothing. Da kamen wir raus. Na schön. Next up. Hier ist es natürlich der letzte. So, was haben wir denn hier? Nichts. Bis auf seltsames elektrisches Leuchten, was offenbar von hinter der Wand kommt und durch die Wand durchglitscht. Weird. Ach, die Lampe ist das. Das glitscht irgendwie durch die Wand. Was ist denn da hinten eigentlich los? Dampf. Oh, guck, wir haben einen Körper. Das ist neu. Kann man hier irgendwas... Nee. Oh, warte mal, hier sind noch Fächer. Die habe ich bei meinem ersten Gehversuch gar nicht gedingst. Ob der Stream zwischendurch ruckelt, sagst du? Sollte er eigentlich nicht? Warte mal, ich kann ja mal die Grafik doch ein bisschen runterstellen. Es ist hier alles auf ultra krass gestellt. Machen wir mal das RTX auf Mittel und die DLSS auf Leistung. Vielleicht flutscht es dann besser. Also wenn es jetzt immer noch ruckelt,
lad vielleicht mal den Stream neu. Also hier läuft jetzt alles mit 136 FPS und OBS mault auch nicht rum. Also bei mir scheint alles fein zu sein soweit. Ich wollte gerade Dinge aufmachen. Liegt hier irgendwas drin? Gut, komplett leere Schließfächer. Das ist ja auch total spannend. Na schön, dann... hier können wir gar nichts machen, weil wir keinen Schlüssel dafür haben wahrscheinlich. Hier können wir... Tanja, ruckelt es bei dir auch oder ist bei dir alles flüssig? Was ist das dunkel hier drin? Man sieht ja gar nichts. Ja, vielleicht hat er irgendwie Schluck auf gehabt. Ich habe, wie gesagt, die Grafik ein bisschen runtergestellt. Das Spiel hat Raytracing. Ich glaube, Schattenwurf und sowas irgendwie. Also, schon ganz geil. Sieht stellenweise echt gut aus. Also, frisst aber wahrscheinlich auch Leistung. Ach so, warte mal. Ich hatte die Auflösung auf, genau, Full HD gestellt. Okay, alles klar. Brauchen wir V-Sync? Eigentlich nicht, aber ist egal. Macht keinen Unterschied. So, ach, guck hier. Ja, finde das Notizbuch. Genau, jetzt müssen wir nämlich da unser Notizbuch reintun, um das zu verstecken. Super Versteck übrigens auch. Fuck. Those bastards. I can't let them destroy my notes. No way. The hole in the bricks should work perfectly. Yeah, this should work perfectly. Schauen wir mal. Come back for you. I just need to find a way out of here first. Das fängt halt relativ lahm an, das Spiel, aber das wird dann, im Hotel wird es dann schon deutlich cooler, muss ich sagen. Also, das ist wieder so ein Beispiel für so ein Intro. Wenn dich das schon kalt lässt, spielst du es wahrscheinlich gar nicht weiter, aber das wird deutlich cooler noch, hoffe ich. Hier kann man nichts weiter machen. Den Hebel konnten wir nämlich vorher nicht machen, wir mussten. Ja, ja, Dinge und Sachen. Jetzt kommt da gleich ein Typ. Ja. So ein Cyber... Whatever that is. Und, ja. Der macht Dinge. Und wir können jetzt weglaufen, glaube ich. Und jetzt laufe ich mal nicht... Warte mal. Jetzt laufe ich mal nicht rechts rum. Ich bin nicht beim letzten Mal rechts rum gelaufen und gestorben. Sondern ich laufe geradeaus. Aber wahrscheinlich ist das... Kommt aufs Gleiche raus, ne? Toll, Tür ist zu. Ja, wow. Hier kann ich noch weiterlaufen, um dann an einer verschlossenen Tür zu stehen, die ich nicht aufkriege. Yay. Ich kann hier nichts weiter tun gerade. Das ist eine Cutscene. Also wir merken uns, das war 1960. Denn jetzt vergeht irgendwie Zeit. 1960 hat uns, also hat den, die Figur, die wir da gerade waren, Raub, wie immer er hieß, wurde 1960 einkassiert. Storytelling, einfach Wahnsinn. Ein Auto, nichts weiter. Ja, wow. Herzlich willkommen in was auch immer das ist. Hotel Santa Dinfner. Jawohl. Zielsetzung aktualisiert. Und jetzt sind wir in diesem wirklich nett aussehenden Hotel. Schwing! Hm, seems like nobody's here. Hm. She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting.
Oh, it's no problem. I actually just got here. Let go. Always running off somewhere. Right. So, should I just wait here, or... No. I can take it from here. How does the old saying go? If you want something done right... Do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Leche Lopez. Roberto, Let's see. Ah, here you are. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. Lopez? Tourism? Work? Or simply looking for an escape? Work, actually. I'm a journalist. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610, Block B. The elevator is just through those doors, straight ahead on the right. Oh, okay. I truly hope you're the right person, Roberto. Please, enjoy your stay. Right. Mm-hmm. Thanks. Not suspicious at all. Weird. Weird. Ja, er bringt's auf den Punkt. 610. So, zuvor schauen wir uns aber in diesem optisch wirklich sehr schick gemachten Komplex erstmal etwas um. Können wir hier überhaupt lang? Dinge. Aha. Wow. Stephanie wasn't kidding. Look at this. This place looks incredible. I can't wait to settle in and get started. Das ist wirklich ganz schick hier. Können wir das aufpicken da? Warte mal, ist das was zum Lesen? Nö. Können wir nicht. So, was ist hier? Bücher. Dieses Regendröhnen im Hintergrund ist echt ein bisschen laut. Ich hoffe, das ist im Stream nicht so nervig. Dieses permanente Geprassel im Hintergrund ist ein bisschen anstrengend. Was ist das hier? Hallo? Das können wir nicht öffnen. Grafisch auf jeden Fall schon mal sehr schick. Okay, hier ist zu. I see. Gibt es hier denn noch irgendwas zum Aufsammeln? Oh. Aha. Waffen, die dem Propheten Christopher gehörten. Was ist denn das? Wie heißt denn das Ding? Ach, verdammt. Habe ich doch bei Forgotten Weapons vor einer Weile gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Ist es eine MP38 oder MP18? Keine Ahnung. So, da eine Shotgun, eine Pistole und eine Maschinenpistole. Lass mich raten. Oh, wir können zoomen mit dem Mausrad. Wir werden hier nochmal zurückkommen. Denn es wird wohl auch gekämpft. Ach, eine Enigma. Das ist ja auch so ein Lieblingsding in solchen Spielen. In, wie hieß das? The Beast Inside mussten wir auch mit einer Enigma arbeiten. Wurde im frühen 20. Jahrhundert zum Verschlüsseln von Texten verwendet. Kleiner Bonusfakt, ne? In dem Film, verdammt, wie heißt er denn? Mit Benedict Cumberbatch kam gerade ein Film raus vor ein paar Jahren. Verdammt, wie heißt er denn? Jetzt habe ich den Titel vergessen. Shit. Warte kurz. Ich komme nicht drauf, verdammt. Da geht es jedenfalls darum, dass er ja Alan Turing spielt in dem Film. Und Alan Turing war ja maßgeblich dran beteiligt, die Enigma zu knacken im Zweiten Weltkrieg. So. Verdammt, wie heißt denn der Film? Ich komme nicht drauf. Verflixt nochmal. So, warte, die Taschenuhr können wir nicht mitnehmen. Antiquitäten, der Prophet Christopher. Wer auch immer der Prophet Christopher sein mag. Aviso. Entrada exclusiva para funcionarios. Also Zutritt verboten. Gut. Nur für Mitarbeiter. Ich dachte, man kann hier noch... Da hinten waren wir noch nicht, ne? Dass man hier noch irgendwas anderes angucken kann oder so. Ach guck, hier liegen Sachen. The Imitation Game hieß der Film. The Imitation Game. Jetzt ist es mir eingefallen. Theaterabend im St. Dinfner Hotel, 19. September. Oh, das passt gut, das ist in der Woche. Also, von heute angesehen. Nee, stimmt nicht, wir haben ja Oktober schon.
September. Klavierkonzert am 18. September. Finde das Heilmittel. Flugblatt einer Religion oder Sekte namens Heiliger Pfad. Sei frei. Flugblatt einer Religion oder Sekte namens Heiliger Pfad. Suche nach Freiheit. Suche nach Freiheit. Sie kennen den Rest. I see. Warte mal, da stand es. Habe ich die jetzt aufgenommen? Moment, habe ich die jetzt aufgesammelt, die Sachen? Oh, tatsächlich. Okay. Keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Vielleicht braucht man das später für irgendwelche Rätsel oder sowas. Ich weiß es nicht. So, warte. Hier ging es nicht weiter. Kann man denn hier raus? Moment, hier ist ein Fahrstuhl. Da sollten wir eigentlich hin, ne? Der Pfarrstuhl. Na dann. Oh, Cutscene. Nice. So, jetzt beginnt der Part, der in der Demo war. Jetzt wird's ganz cool. Ich hoffe, es bleibt dann mindestens so cool. So, 2009, September. Er ermittelt jetzt und macht Dinge. Wir sehen die Eintragungen im Kalender. Ja. A shower sounds amazing right now. Mhm. Erstmal duschen. What the fuck is that? Ja. Das Zimmer würde ich ja reklamieren. Ist kaputt. So. Das Hotel. Und nu? Mein Kopf. My head. What just happened? Tja, wir das wüssten. Also, ganz zu Anfang war 1960, jetzt ist 2009. Jesus. Nur noch mal, um die Zeitachse hinzubekommen. Falls euch das zu dunkel ist, sagt Bescheid, dann kann ich das Gamma irgendwie ein bisschen erhöhen. Die Sequenz kenne ich jetzt schon, also hier kann ich relativ gut durchtracken. Lieber Roberto, ich habe dir noch ein paar Dinge hinterlassen, die dir helfen könnten. In dem Umschlag findest du eine Taschenuhr. Wann immer du eine Wanduhr findest, benutze die Taschenuhr, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn ich richtig liege, sollte dies eine Brücke zu diesem Zeitpunkt schaffen, die es dir ermöglicht, notfalls dorthin zurückzukehren. Also known as Speichersystem. Außerdem habe ich auf meinen Reisen ein spezielles Kameraobjektiv gefunden, das es dir erlaubt, dich mit verschiedenen Realitäten zu verbinden, mit verschiedenen Punkten in der Zeit. Damit kannst du Dinge sehen, die sonst niemand sehen kann. Ich hoffe, dass wir uns bald endlich wiedersehen. Liebe Grüße, E. Wer auch immer E ist, keine Ahnung. E kennen wir nicht. Aber das ist besagte Taschenuhr, nehme ich an. Und wir können die da jetzt ranhalten, um unseren Fortschritt zu speichern, wenn wir das wollen. Hallo? Who's there? Irgendwer klopft an die Tür. Achso, wie gesagt, falls das zu dunkel ist, ne, sagt Bescheid. So, warte, das war mein Spielstand von gestern, glaube ich. Kann man den überschreiben? Ja, ich möchte ihn überschreiben. Dankeschön. So. Jetzt liegt hier noch irgendwo Kram rum. Da ist ein Koffer. Da brauchen wir eine Kombination. Das ist auch wieder eins der Spiele übrigens, die diese Kombinationen immer neu auswürfeln, was echt ein bisschen anstrengend ist. So, hier ist eine 4 drauf zu sehen. Da ist eine 9 und da ist eine 3. Also theoretisch 4, 9, 3.
Tada! Was haben wir denn da? Ich meine, wer verpackt denn bitte einen Schlüssel in einem extra Handkoffer? Warum? Why? So, warte. Was bist du? Slots hinzufügen fürs Inventar. Das ist gut. Das finde ich gut. So, was haben wir da noch? Stifthalter. Okay. Hier noch irgendwelche spannenden Sachen? Nee. Nicht wirklich. Bild eines Heiligen. Ja. Sure. Was für ein schönes Bild. Na gut, dann, wir haben jetzt den Schlüssel fürs Bad, glaube ich. Dann wollen wir mal. Boah. Gross. Gross. Was mich am meisten nervt, ist, dass man das Wasser nicht abstellen kann. Na. Ah. So, da liegt wieder so ein Köfferchen. Da liegt ein Zettel drin. 6 Hemden, Dinge, Sachen. Kamera und Objektivschuhe. Safe Passwort 37251. Das ändert sich lustigerweise nicht. Das ist immer das Gleiche. 37251. Das holen wir uns gleich. Aber zuerst looten wir noch ein Kameraobjektiv. 37251. Kann man die Kerzen anzünden? Auch nicht. Sowas finde ich immer sehr cool in Spielen, wenn das geht, aber geht hier nicht. So, 3, 7, 2, 5, 1. Bam, bam, bam. Kamera. So, jetzt müssen wir das Kameraobjektiv kombinieren mit der Kamera, um eine Kamera zu erhalten. Oh, 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 hier glitscht schon wieder die Realität aus. Jetzt müssen wir die Kamera anschalten und haben dann einen spukigen Nachtsichtsmodus. Da stehen jetzt Sachen an der Wand, guck mal. Das Ende ist nah. Ja. Oh oh. Oh oh, Cutscene. Shit. No, no. Again? Not again. Uh-oh. Boah. So viel dazu. In der Badewanne tauchen Leute auf. Das ist ja auch mal was. Das bietet einem auch nicht jedes Hotel. Phobia. What the fuck was that? So, hier sind jetzt Notizen. So, hier habe ich jetzt auch nicht weitergemacht, großartig. Bis hier hatte ich Pi mal Daumen so ungefähr gespielt. Beginn der Untersuchung. Ich habe mehrere Fotos von den zugänglichen Bereichen des Hotels gemacht und einige Informationen an meine Investigationstafel geheftet. Im Gespräch mit Stadtbewohnern fand ich heraus, dass man sich einen Mythos über ein Mädchen erzählt, das in der Stadt ermordet wurde. Es heißt, dass ihr wütender Geist das Hotel seither terrorisiert. Seit ihrer Gründung ist es in der Stadt immer wieder zu mysteriösen Vermisstenfällen gekommen. Dabei traf es neben Gruppenarbeitern auch einen berühmten Ermittler. Das Geheimnis der vermissten Bergarbeiter. Die Mine von Trillas, wie auch immer man das ausspricht, bleibt nach einem mysteriösen Unfall geschlossen. Berichten zufolge kam es zu einem Einsturz, bei dem 20 Bergarbeiter verschüttet wurden. Kann ich hier scrollen? Ah, ich kann scrollen. Die Familien warten darauf, dass der Eigentümer der Mine, Christopher... Moment, Christopher, war das nicht dieser Heilige? Eine Erklärung abgibt. Was? Moment. Ach so. Berühmter Ermittler vermisst. Juli 1960. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Hotel St. Dinfna in der Stadt, sowieso ist der Ermittler Louis scheinbar spurlos verschwunden, was unzählige Gerüchte über seinen Verbleib ausgelöst hat. Ich finde nur Geschichten aus der Vergangenheit, keine neuen Ereignisse oder aktuelle Berichte. Es scheint, als sei meine Informationsquelle nicht ganz korrekt gewesen. Bam, bam, bam.
Ein weiterer verlorener Tag. Alle Informationen, die Stephanie mir über Erscheinungen und seltsame Ereignisse erzählt hat, scheinen eine Lüge zu sein. Ich habe nichts gefunden, was es zu berichten gibt, geschweige denn einen Hinweis darauf, dass bereits etwas passiert ist. Nach einer Woche hier kann ich abschließend getrost sagen, dass es nichts zu erforschen gibt. Ich sollte mich morgen eigentlich mit Stephanie treffen, aber das werde ich nicht tun. Im Augenblick möchte ich einfach nur noch nach Hause. Wenn Journalist zu sein sowas bedeutet, hätte ich lieber meine andere Option wählen sollen. Die Dinge werden immer eigenartiger und seltsamer. Es ist ein Mädchen mit einer Gasmaske aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was oder wer dieses Mädchen ist. Ich weiß nur, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was in meinem Zimmer passiert ist. Hier herrscht das reinste Chaos und mein Kopf tut weh. Könnte sie das ominöse Geistermädchen sein, von dem so viel erzählt wird? Möglich. So, mehr Seiten haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Haben wir nicht. Okay, mysteriöses Geistermädchen. Dann wollen wir mal. Kann man jetzt nochmal speichern oder wie sieht das aus? Warte. Tatsächlich. Indeed. So. Ich will nur nochmal hier in die Schubladen gucken und so, das wäre nicht zu übersehen. Aha, aha. Die Paradoxe meines Lebens. Kann man aber nicht mitnehmen. Ein Cuttermesser, das wär's doch. Als Nahkampfwaffe. Kann man leider auch nicht mitnehmen. Wer hat denn bitte im Hotelzimmer ein Cuttermesser im Schubfach liegen? Wie paranoid sind sie? Von 0 bis Cuttermesser im Schubfach. So, was haben wir hier? Nüscht. Das ist, glaube ich, auch alles leer, ne? Ja. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob man hier irgendwie Ressourcen sammeln muss. Deswegen gucke ich mir alles noch mal ein bisschen genauer an. Also keine Ahnung, ob man hier Munition oder Batterien oder whatever sammeln muss. Zielsetzung aktualisiert. Ja, das ist ja auch ein großartiger Hinweis. Statt mir zu sagen, was das Ziel ist. Na schön. Es ist wichtig zu wissen, wie man Verbände richtig anlegt. Ich schlage vor, dass jeder stets etwas Verbandsmull und Heftpflaster bei sich hat. Das ist für einfache Verbände vollkommen ausreichend. Sollte sich etwas Alkohol auftreiben lassen, nutzen Sie diesen, um die Effektivität von einfachen Verbänden zu erhöhen. Indem Sie ihn trinken. Im Moment ist das alles, was wir tun können, bis Hilfe eintrifft. Ah ja, okay. Bis Hilfe eintrifft. Also irgendwas... Irgendwas ist da los. Was ist denn Dokument markieren eigentlich? Das habe ich gerade gesehen. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel, den haben wir noch nicht. So. Ah, man kann sich hinhocken. Feuerlöscher, der fehlt. Ah, das fügt Slots zu meinem Inventory hinzu. Hörst du nachher irgendwann der Typ so über und über behängt mit Taschen? Ja. Kann ich mal die Kamera zücken? Kann man damit irgendwas machen? Nee. Man kann auch keine Fotos machen damit, offenbar. Man kann nur in diese spooky Nachtsicht-Ansicht schalten. Das erinnert mich jetzt spontan an Outlast. So. Ah, die Tür ist offen. Okay. Das Hotel hat offenbar schon bessere Tage erlebt. Ist das da Blut an der Wand? Das ist nicht gut. So, was haben wir denn hier? Was bist du? Fibonacci und die Eleganz der Mathematik. Mhm. Das sind alles wahnsinnige Mathematiker. Jetzt kommt's raus. Zeichnungen. Das erinnert mich an die Statue im Festsaal. Okay. Dieses Gesicht kommt mir bekannt vor. Mhm. Sind wir das vielleicht? Bam, bam, bam. Bild eines Frauenkörpers. Es scheint handgemalt zu sein. Handgemalte Frauenkörper. I see. So, warte, kann man... Nee, springen kann man nicht. Ich dachte, man kann dahin zu dem Blutfleck, aber das... Oder kann man nicht einfach hochlaufen? Nee, kann man nicht. Ich kann nur kauern, mehr kann ich nicht. Kamera Conecta os Mundos. Was wir hier wohl machen müssen... Bam, bam, bam. Ja. Dann gehen wir hier mal durch. Oh, this camera is... How is this possible? Und wir sehen, die Wand ist unversehrt auf unserer Seite.
Ist das wirklich nicht so dunkel hier? Im OBS habe ich das Gefühl, man sieht überhaupt nichts. Aber wenn ihr sagt, das ist fein, dann ist es fein. So, prasselndes Feuer. Das ist eine ausnehmend hübsche Lampe. So, Feuer. Da steckt ein Schlüssel. Oh, mit einem Waschbären dran. Look at this. Kleiner Schlüssel für eine Schublade. Aha. Der Schlüssel für die Schublade hängt an einem Schloss. Hier passt er tatsächlich auch nicht. Schublade, das kann... Alma, bist du das? Nee, es ging mir nicht ums Ruckeln, Tanja, sondern um die Dunkelheit. Ob das zu dark ist, ob die Helligkeit in Ordnung ist. Das war eher mein Bedenken. Also wenn es jetzt noch ruckelt, dann kann ich leider nichts dran ändern, aber es ruckelt ja nicht, sagst du. Das ist nicht nur eine Kamera. Ach, guck hier, mit Fibonacci-Spirale und goldener Schnitt und so lustige Sachen. I see. Es ist nicht nur eine Kamera, du kannst damit auch MP3s abspielen. So, warte. Jetzt müssen wir... Okay. Schlüssel verwenden. Was kriegen wir da? Einen weiteren Schlüssel. Hervorragend. Also Spieldesign ist schon mal top-notch. Eingesammelter Gegenstand. Metallschlüssel plus 1. Okay, hier sind Dinge passiert. Ach, Moment. Hier gibt es eine Karte. Guckst du hier? Da hinten steht irgendwas mit dem Schlüssel. 606. Schlüssel, Dinge, Sachen. Alter. Schauen wir mal so. Wenn wir jetzt hier wieder durch die Wand gehen können. Ich hoffe, das können wir. Schwing. Kann man eigentlich manuell speichern? Nee, man kann immer nur an diesen... Ach stimmt, man kann ja nur an diesen lustigen Automaten speichern, ne? Boah, ich hoffe, das wird nicht allzu nervig. Wenn man dann stirbt und dann irgendwie eine halbe Stunde rückwärts muss oder so. Moment, 608. 608. Haben wir. Easy. Na, schauen wir mal, was in Zimmer 608 verborgen liegt. Da ist ein Loch in der Wand und wir sehen es auch so. Irgendwas tickt. Ah. Es ist 12:30. Hier kann man mit nichts interagieren, offensichtlich. Schmeißen wir mal die Kamera an. Oh, Moment. Wait! Wait! Du warst vorher nicht da. Aha. Okay. Okay. Hier ist so ein Leichenaufbewahrungstisch. Eine Statue ohne Kopf. Drücke Steuerung links, um zu kriechen. Achso, um dadurch zu kriechen. Moment. Das ist ja spannend. Okay, das wird also nicht nur für so Löcher in der Wand verwendet, sondern für de facto alles. Ich mag solche Rätsel. Was ist das denn da? Ist das ein Schaltplan? Ah, ne, es ist eine Schalttafel. Warte mal, kann man jetzt hier irgendwie... Ne, ich kann nirgends hin, ne? Das ermöglicht mir... Moment, ist der Sessel dann weg, wenn wir darauf... Hm. Er ist nicht weg, aber er wurde ersetzt durch einen Tisch. Moment. Das sieht aus, als würden wir irgendwie mit der Kamera in eine modernere Zeit gucken, ne? Hier ist ein Sessel. Und hier ist jetzt ein Metalltisch und so ein Metalldings. Das könnte sein, dass wir mit der Kamera irgendwie in einen... Bam, bam, bam. Oh. In eine andere Zeitebene reingucken. Boah, so eine Lampe fände ich jetzt aber echt heiß. Lampen haben wir aber leider nicht. Taschenlampe wäre echt der Knaller. Schlüssel haben wir nicht. Dich können wir auch nicht aufsammeln. Was passiert, wenn wir das durch die Kamera angucken? Da hängen lustige Kabel. Ja, guck hier, ne? So mit Verkabelung, Elektronik und so Dinge, was alles in der Vergangenheit nicht zu sehen ist. I see. Alter, das ist aber wirklich dunkel. Da ist ein Handabdruck auf dem... Ach, guck. Was ist denn das?
Ich kann mit dem nicht inter... Ach, jetzt geht's. Ist ja lustig. 606 oder 909. Wir werden sehen. Ich vermute, es ist Zimmer 606. Oh, hier liegt ein Arm. Können wir den mitnehmen? Oh Gott, ein abgetrennter... Oh, es ist ein echter Arm. Okay. Was geht hier vor? Ja, irgendwer trennt Arme ab. Würde ich stark behaupten. Okay. Ist das hier Zimmer 606? Oh, sieht so aus. Flammen! Was hier noch so passiert. Drücke Q, um die Notizen zu sehen. Ach ja, neue Notizen. Kamera verbindet Welten, Dinge. Das Hotel ist völlig zerstört. Ich muss mindestens ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen sein. Höchstens jedoch einige Stunden. Wie konnte in so kurzer Zeit so viel passieren? Wo sind alle hin? Ich fühle mich verloren, habe Angst, aber ich muss ruhig bleiben. Hier geht etwas Merkwürdiges vor. Ach was! No shit, Sherlock! Erstmal duschen. Die einzig Konstante ist der Dauerregen draußen. Okay, hier ist eine Tür. Oh, die lässt sich öffnen. Ob wir uns angucken, was am Ende dieses überhaupt nicht spooky aussehenden Ganges... Oh, jetzt geht's noch nach unten, meine Güte. Oh, wow, 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 wow. Ach, guck mal. 7 gleich G. Aha. Aha. Ahahaha. 7 ist gleich G. Chat? Merkt euch das mal. 7 ist gleich G. Was bist du denn? Bist du ein Schalter? Nee. 7 ist G. Verbandsmull. Oh, Cutscene. Jesus Christ! What the fuck is that thing? Falls ihr das Thing nicht gesehen habt, das war so eine Art riesige Kellerassel. Ich mach, glaube ich, doch mal ein bisschen heller. Man sieht ja wirklich nichts hier. Also ich sehe kaum was. Da war eine riesen Kellerassel an der Wand. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich hier richtig bin oder ob ich oben erstmal irgendwie hin muss. Kann man auch aufmachen. Was ist denn das hier? Warte mal. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt will ich mich umgucken. Drücke Q. Ich bin in der Nähe... Ach, Spinnen, sagt er. Die sehen nicht aus wie Spinnen, ehrlich gesagt. Woher könnten sie gekommen sein? Sie sehen gefährlich aus. Also das sieht doch nicht aus wie eine Spinne. Das sieht eher aus wie so ein mutierter Hirschkäfer oder sowas. was? Will das Spiel mir gerade wenig subtil sagen, dass ich hier nicht weitergehen darf, oder was? Moment. Kann man die mit der Oh, wow, 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 wow. You can fuck right off. Okay, Spiel, ich hab's... Ist jetzt mal gut? Ich möchte mich jetzt gerne hier wegbewegen. So, warte. Ah, noch ein Vieh. Gut, das Spiel will mir also klar machen, wenn du da lang gehst, dann fressen sie dich. Habe ich verstanden. Hätte ein so ein Vieh auch gereicht. Dankeschön. Guck mal, ein halbwegs modernes Telefon. So. Oh Gott, jetzt können wir alle... Wow. Sehr hilfreich übrigens, wenn man die Dinger aufmachen kann, ohne dass man hineingucken kann. Und man kann auch nicht springen. Und sie sind alle leer. What the fuck? Ich gucke aber trotzdem in alle... Oh, siehst du? Die sind nicht alle leer. Muster.
Ja, wow. Das war hilfreich. Aha. Ein. Aha. Mhm. Ein Muster. Na, kommt raus. Ich erkenne ein Muster. Vorhanden. Wer das liest, ist doof. Moment, die obere kann ich nicht aufmachen? Was ist denn das? Hallo? Mobbing. Alle kann man öffnen, bis auf die oberste. Da fuck. Ne, ist das ein Bug oder soll das so sein? Spiel. Weird. Moment, die hat aber auch so eine komische Plakette da drauf, ne? Ach, guck mal. Die hat dieses Symbol, was auch im Ladebildschirm ist. Vielleicht ist das ein Secret oder so. Oder man kann die erst öffnen, wenn man irgendwas anderes gemacht hat. Das könnte sein. Hier ist absolut nichts. Da ist wieder ein Loch in der Wand. Also grafisch finde ich das echt geil, muss ich sagen. Das sieht wirklich richtig cool aus. Ist auch Unreal Engine, also... Ach, guck. Moment, sind das Hinweise, dass man da immer... Oh, wow. Okay, das war unerwartet. Ich dachte, man sieht jetzt auf dem Bild irgendwas, aber stattdessen... There's not even a wall. Okay. Also ich renne jetzt hier aus reiner Neugier einfach durch die Gegend, ne? Also... Das ist jetzt nicht sonderlich zielgerichtet, was ich hier tue. Ah, jetzt brauchen wir einen Bolt-Cutter oder was? Super. Alter, tritt doch einmal gegen die scheiß Tür gegen, dann geht die auf. Gut, wir brauchen einen Bolzenschneider offensichtlich. Moment, jetzt sieht das auch ohne Kamera so aus? Warte mal, wenn wir zurückgehen? Ah, wenn wir zurückgehen, ist da eine Wand, I see. That's the problem. Ah, das kann ich nicht öffnen. Ach, Moment, hier ist ein Datenkarten, ein Dingspad. Okay. Ja. I don't know. Kann man das verwenden? Warte mal. Nee, Verbandsmull muss ich kombinieren, ne? Mit anderen Komponenten, um mir einen Verband zu bauen. Da mich diese Spinnenbiester ja gebissen haben vorhin. Ah, Toilette. Hervorragend. Was? Das Klo ist abgeschlossen? Ernsthaft? Wow. Wow. Totally not a trap. Mit einer extra Lampe über der Kiste. Aha. Kommunikado. Aus Sicherheitsgründen wurden verschiedene Kartenlesegeräte für den Zugang in den gesperrten Bereichen des Hotels installiert. Die neue Anlage dient vor allem der Sicherheit aller Beschäftigten. Und der Spielzeitverlängerung? Jede Karte öffnet nur das Panel der jeweiligen Farbe. Zusätzlich zur Karte muss ein Passwort eingegeben werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis, die Verwaltung. Mhm. Und Sie benötigen den Passierschein A38. So, das ist die rote Karte. Ist ja wie bei Doom. Jetzt muss ich eine rote, eine gelbe und eine blaue Karte suchen, oder was? Ich würde ehrlich gesagt gerne mal wieder speichern, bevor ich jetzt hier irgendwann von Spinnen gefressen werde. Ist hier eine... Oh. Telefon. Kann nur für mich sein. Hello there. Hello? Who are you? What are you doing here? Look, please. I need help. Someone, something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Hold on. Roberto? Like, Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Wait. How do you know my name? Wait. No. No, that's not possible. There's no way. How are you still here? It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait. Stephanie? Is that you? Does he know about this? Is that part of
Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. Try to find your way down to the first floor. I'll call you once you get there. And listen, be careful. Be careful. There's no telling what could still be luring around the hotel. What do you mean? Wait, hello? Hello? Mm-hmm. Stephanie? Damn it! What the fuck is going on? Video Game Logic. First floor it is, then. Sie könnte ihm sagen, übrigens, da gibt es folgende Monster und es gibt da und da Waffen, aber sie tut's nicht. Aus Gründen. Na gut, so, wir sollten uns... Moment, was ist das? Schubfächer mit absolut nichts darin. Es ist schon über ein Jahr her. Was meint Stephanie damit? Erst verschwindet sie, dann wird das Hotel zerstört und jetzt sagt sie mir, dass ich seit über einem Jahr hier drin bin. Ich verstehe das nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange bewusstlos war und noch lebe. Ich muss in die erste Etage hinauf. Ich glaube eher, du musst hinab, nicht wahr? Wir sind in der sechsten. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder nee, mittlerweile in der fünften oder was? Keine Ahnung. Okay. Na gut. Wir können ja noch mal gucken, ob man hier oben noch irgendwas tun kann. 7 gleich G. So, hier waren wir noch nicht, ne? Irgendjemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Diese Etage werde ich nicht reparieren können. Die Tür klemmt, aber mit dem passenden Werkzeug kann ich sie bestimmt öffnen. Mit einem Brecheisen oder sowas. Oh, ein Gasmaskenmädchen. Okay. Servicebereich. Wir haben aber keinen Schlüssel. Warte. Lass uns das Ganze mal mit dem... mit der Kamera angucken, ob hier noch irgendwelche Sachen sich geändert haben. Ich glaube aber hier akut nicht, ne? Hier ist alles normal. Also, den Umständen entsprechend normal. Hier brauchen wir überall Schlüssel für. Die lässt sich gar nicht öffnen. Und hier wird es schon wieder so dunkel, dass man kaum irgendwas sieht. Warte mal. Muss ich mal kurz gucken in den Grafikeinstellungen. Ich hatte nämlich die Helligkeit von Gamma 2.2 auf Gamma 2.0 runtergestellt. Vielleicht war das falsch. Jetzt sieht es zwar alles ein bisschen milchiger aus, aber man kann zumindest im OBS halbwegs was erkennen. Ja, hier liegt wieder was. Eine neue Tasche. Yay, mehr Slots fürs Inventar. Irgendwelche Dinge, die man kaum erkennen kann, weil es so fucking dunkel ist. Heftpflaster. Ach, guck. Warte, kann ich damit meine... Da hinten steht jemand. Ihr seht ihn auch, nicht wahr? Oder sie. So, Moment. Jetzt kombinieren wir erstmal das mit... jetzt haben wir Mullbinden. Und können uns heilen. Wir können die Verbände mit E verwenden. I see. Verwende Verbände. Das ist ja super hilfreich, wenn man keine Lampe hat hier. Es ist schweinedunkel. Da steht immer noch jemand da hinten. Ich möchte das nicht. Verbandsmull. Also man muss doch ein bisschen farmen irgendwie. I see. Ja, schätze, so wahnsinnig viel können wir hier gar nicht machen. Na, Gasmaskenmädchen, bist du noch da? Nope. Nicht im Moment. Was? Wir fallen einfach Tische um. Das ist nicht in Ordnung. Moment. Hier waren wir noch nicht, oder? Ich habe versucht, mit den anderen hinauszugelangen, aber ich stecke hier oben fest. Ach, guck. Einer der
verbliebenen Wachleute hat mir das Passwort für dieses Tor gegeben. Es lautet 67352. Besonders viel hat mir das nicht geholfen, denn leider hat er nicht erwähnt, dass man eine Schlüsselkarte braucht, um den verdammten Code überhaupt eingeben zu können. Ich muss selbst irgendwie zu den anderen hinuntergelangen. Ich werde nicht hier sterben, auf keinen Fall, sagte der Geist. Ja, okay. Es verwirrt mich gerade ein bisschen, dass es nur vier Digits, gibt an dem Ding. Was war der Code? 6472? Nee. Warte mal, was war... Verdammt! Ich kann nicht blättern jetzt? Nee, ach, sie hat den Code gar nicht aufgeschrieben, das ist ja hervorragend. Warte, wo war denn der? Moment, den habe ich bei den Dokumenten, ne? Hier. 64352. 64352. So, Karte durchziehen. 6, 4, 3. Was? Moment. Da fuck! Habe ich mir den falsch? Warte. Achso, 6. Ich bin ja dumm. 67352. Und keiner sagt was. 67352. Wie komme ich denn auf 64? So. 67352. Okay. Ich hätte jetzt grün leuchtendes Licht erwartet, aber... Ist auch kein Speicherpunkt oder sowas, ne? Boah, das finde ich nervig. Ich möchte gern speichern, Spiel. Ich möchte hier nicht ewig rumlaufen und dann sterben. Das finde ich nicht gut. For when then? 6, 7, 3... 5, 2. Das ist nicht korrekt. Was? Der Code ist aber korrekt, würde ich behaupten. Moment, ich kann jetzt... Nee, ich bin im falschen Menü. Ich wollte hier 6, 7, 3, 5, 2, nicht wahr? Habe ich eingegeben. Codekarte durchziehen. Ja, achso, Moment. 6, 7, 3. Ach, da fehlt noch ein Digit. Achso. Ja, wow, wie soll man denn das jetzt rauskriegen? Moment, was steht da? Dinge und Sachen, die ich nicht aus, nicht aufpicken kann. Hier kann ich auch nichts weiter tun. Na gut, dann zücken wir mal die Kamera. Maybe things are different now. Ins Klo kommen wir immer noch nicht rein. Aber dieses lustige Gemälde hat sich geändert, ne? Ist das ein Schloss? Mit so lustigen Zapfen oder was soll das darstellen? Ich werde gerade nicht ganz schlau daraus, was mir das Bild sagen will. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Nüscht. Das sieht doch alles aus wie vorher. Wie jede Menge vergitterte Türen. Guck mal, was da liegt. Da liegt irgendwas Rotierendes. Da steht auch irgendwas an der Wand da hinten. Was man blöderweise nicht sehen kann. Ach. Dich kann man aufmachen. H gleich 8. Ja, es ist tatsächlich die Nummer im Alphabet, ne?
G7H8, okay. Wofür auch immer wir das jetzt brauchen werden, diese Lösung. Bevor ich runtergehe, wollte ich mich hier nur noch mal umgucken, ob wir hier wirklich nichts mehr... wirklich nichts mehr machen können. Ja. Na schön, dann... eine Etage tiefer. Was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe! Ich bin ja begeistert. Oh, hervorragend. Oh, muss man die... Hat die Batterien oder ist die unlimited? Oh, das wäre ja ein Traum. Das wäre ja ein absoluter Traum. Eine Taschenlampe. Ich bin begeistert. Warte. Sehr geehrter Administrator, hier ist das Passwort für dieses Schließfach. AFDHGA, also 1 A, B, C, D, E, F 1, 6 4 8, 7, 1. Ich weiß, dass diese Information aufgrund ihrer Ausbildung ausreicht, um den notwendigen Code eingeben zu können. Ja, notwendige Ausbildung. Minimalanforderungen, man muss das Alphabet können. Okay. So, warte. Verdammt, was hatte ich jetzt gesagt? Verflixte Axt. Moment. AFD. Mhm. Foreshadowing. HGA. Also 1, 6, 4, 8, 7, 1. Ach so, Moment. Nee, das ist ja Quark. Warte mal, es sind ja nur 3. Wait. Passwort für das Schließfach? Aber das kann ja nicht sein, es sind ja nur 3 Codes. Na gut, dann versuchen wir es mal mit 1, 6, 4. Ah. Ach so, das sind 2. I see. Jetzt verstehe ich das. Und das zweite war... 8, 7, 1. Awesome. Und es ist wieder nur ein... Der Kloschlüssel, natürlich. Ach komm, Spiel. Oh, da ist wieder so eine Statue da drüben, ne? Oh, hier geht's noch weiter nach unten. Das ist ja spannend. Wir können jetzt aber auch nach oben gehen. Oh, what the... Geistermädchen. Geistermädchen hat mir einen Hasen hinterlassen. Mir einen Hasen hinterlassen. So, wo war dann jetzt die Toilette, verdammte Axt? Hier. Nee, die war es nicht. Die können wir nicht öffnen. Verdammt, wo waren das jetzt? Hier vielleicht? Nee, auch nicht, ne? Verdammt nochmal! Dann muss es weiter oben gewesen sein. Wo war denn hier ein Klo? Boah, wenn ich das jetzt wüsste. War das nicht da auf der anderen Seite? Das war doch hier ganz, ganz durch, oder? Muss man jetzt nicht hier wieder ganz zurück irgendwie? Mhm. Lieber Arm dran als Bein ab. So. Moment, war hier nicht auch ein Loch in der Wand irgendwo? Da. War hier nicht ein Klo ganz zu Anfang irgendwo, wo wir nicht weiterkamen? Nee, Moment. Hä, habe ich das geträumt? Es war doch irgendwo so eine blaue Klotür. Hm. Ich halluziniere. Ich sehe schon Toiletten, wo gar keine sind. Hm. Mir war, als hätten wir vorhin irgendwo eine blaue Toilettentür gesehen. Ich krieg's aber gerade nicht mehr zusammen. Wo? Hier können wir nicht rein. 609.
Hier war es auch nicht. Der Wahnsinn hat mich schon fest im Griff. Nee, dann verwechsel ich das. Vielleicht war das doch eine Etage tiefer. Taschenlampe. Ich kann mal wenigstens was sehen. Moment, hier waren die bösartigen Todesspinnen. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Hier war sie. This is it. Okay. Noch ein Mauerdurchbruch. Ja, so furchtbar viel Wahl haben wir hier nicht. Was steht denn hier? Es dauerte eine Weile, bis der Auszug ausfiel, aber irgendwann war es dann soweit. Und jetzt sitze ich hier oben fest. Ich erinnere mich, dass irgendjemand gesagt hat, es gäbe in den Servicebereichen in der 5. und 6. Etage Ersatzteile. Aber ich werde auf keinen Fall allein in diesem verdammten Hotel herumschleichen. Nicht nach dem, was ich gesehen habe. Shit. Looks like I have to find a way to fix this thing if I want to make it down to the first floor. Okay. Die Treppen sind natürlich conveniently alle eingestürzt. 504. Ach. Der Servicebereich ist offen. Das ist ja spannend. Oh, Wut? Oh, Speicherpunkt. Ich bitte darum. Errungenschaft freigeschaltet. Vorsichtig. Ja, noch. Schachbrett. Hier gibt's auch nichts weiter als das, oder? Eine Kiste. Munition. Ach, Moment. Was? Nee, das will ich doch gar nicht. Hallo? Das will ich doch gar nicht. Ich möchte doch gerne das Metallobjekt zurückholen und ich möchte... Ach so, okay, so macht man das, I see. 7 Kugeln für eine Pistole, die wir aber noch nicht haben. Und ein paar Schuhe. Ey, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich runtergucke und dessen Arm sehe hier von dem Typen. Hut? Ja, viel mehr scheint es ihr aber auch nicht zu geben, so wie es aussieht. Da ist wieder so ein Handabdruck. Warte, das ist doch immer ein Indiz dafür, dass hier... Dinge... Ah, ach, guck. 603 und... Ach, guck! Was haben wir denn hier? Ein elektrischer Schaltkreis. Na, wenn wir den mal nicht verwenden können, um... Ich hätte gedacht, dass in der Geisterwelt da was anderes drin ist. Ist aber nicht. Warte mal, lass mal zum Fahrstuhl latschen. Was? Also er sagt nicht, dass es nicht geht. Er macht's halt nur nicht. Wahrscheinlich fehlt uns noch ein Schraubenzieher oder irgendwas. Oder irgendwelches Zeug. Gut. Die Tür können wir nicht öffnen. Wut? Spooky Mädchen? Aha! Heftpflaster. Das können wir kombinieren zu einem Verband. Und wir drücken E, um zu heilen. Und sind fast wieder voll. So, mehr scheint es hier nicht zu geben. Nee, sieht nicht so aus. Na
Gut. You are not here. Mhm. Zu. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Sämtliche Werkzeugkästen verfügen über ein Standardpasswort für Notfälle. Behalten Sie dieses Dokument stets bei sich, damit Sie den Kasten auch dann öffnen können, wenn Sie das Passwort vergessen sollten. Wird der Kasten mit dem Werkspasswort geöffnet, müssen Sie ein neues Passwort festlegen, um ihn wieder zu verschließen. Boah, man kann es auch übertreiben mit der Sicherheit. Jetzt Werkzeugkästen sind jetzt passwortgesichert. 30 rechts, 10 links, 5 rechts. Okay. Hier kann ich aber lustigerweise nichts von nehmen, von den Sachen. Okay. Oh, what? Wait. Warte mal, was stand da? Don't open dead inside? Schöne Walking Dead Anspielung. Nice. Do not open dead inside. Das ist doch das, was... Wie heißt da? Der Haupt... Rick Grimes... in der ersten Folge in dem Krankenhaus auf die Tür geschrieben sieht, ne? Ist das nicht das? Ich glaube ja, auf diese große Flügeltür. Do not open dead inside. Ja, ich brauche immer noch einen Bolzenschneider oder sowas. Moment, wir haben den Schlüssel für Zimmer 603. Da waren wir noch nicht, offensichtlich. Sonst hätten wir den nicht mehr. Okay, Bolzenschneider wird die nächste Sache, die wir suchen müssen. Hallöchen, Eraser Girl. Ich krebse hier gerade durch ein Spooky Hotel. Ich würde nochmal speichern. Ich habe nämlich mal keinen Bock, hier immer noch tausendmal Sachen dann nachträglich nochmal zu machen, wenn man irgendwie dann doch verreckt. So, 603, sagt der Schlüssel. Dann wollen wir mal gucken. Oh, Moment, da war das Mädchen. Da läuft das Mädchen. Seht ihr? Ihr seht sie auch. Da. Da war Ghost Girl. Hallo, Ghost Girl? Anyone? Nö. Niemand. So, 603. Hier ist 607. 606. Da hinten waren 608 und 609, oder? Dann ist die Chance gut, dass 603 irgendwo hier hinten ist. Das ist 604. 602, 603. Easy. Verwenden. Ah ja. Da hätte ich jetzt drauf gewettet, dass wenn wir die Kamera rausholen, das Mädchen uns anguckt oder so. Das ist ein spooky Rotkäppchen-Bild ist. So, was war das jetzt? 30 rechts? Moment. Ach scheiße, das muss man in einem Durchgang machen? Das ist ja scheiße. Und jetzt, ich glaube 10 links, ne, war das? Und dann 5 rechts oder so, ne? Dude! War es das? Ne, das war es nicht. Lass mich gucken. Ne, nicht Q. 30? Warte. 30 rechts, 10 links, 5 rechts. War eigentlich korrekt, oder? Warte. 10. Fünf. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann habe ich es eben irgendwie falsch gemacht. Ach, guck. Der gute Inbusschlüssel. Der wahre Horror. Wir müssen Möbel aufbauen. Oh, wow.
Mechanisches Zubehör, das brauchen wir wahrscheinlich für den Lift, nehme ich an. Weißt du, hier ist so viel sinnvoller Kram drin und wir können nichts mitnehmen. Hier so ein Geigerzähler, Spannungsprüfer, was immer das ist. So ein Kombi-Tool, weißt du? Super wesentlich, aber können wir nicht mitnehmen, weil das Spiel sagt, nee. Na schön. Irgendwelche spookigen Dinge. Da steht noch eine Kiste. Was ist denn da drin? Kassettenrekorder. Ach Gott, jetzt ist wieder hier. Ah, oh, wow. Audiologs. Wow. I see. Hauptsächlich bei Ikea einkaufen, ja. Ja. Verbandsmull. Patronen. Und eine Feder. Ich würde mich ja viel mehr freuen, wenn wir eine Pistole finden würden. Ach komm, Inventar voll. Kann man nicht, warte. Kombinieren mit... So, verwenden. Something is definitely wrong here. It all started after I heard that loud buzzing noise coming from room 610. That was the first time I saw the girl. Uh-oh. Then these horrible monsters started showing up. The hotel has gone to shit. Everything's falling apart. And these creatures seem to have taken over just about everywhere. Hmm. Inside and out. Some people tried to leave the hotel to get help, but they never came back. We're stuck. No communication, no food. God. No God. This feels like the fucking apocalypse. I know the Sacred Trail must have something to do with this. I've always been suspicious that they were hiding something. But this? Nothing could have prepared us for this. But this... And it's been right here this whole time. Right under our noses. Ja. Okay. Verbandsmull. Ey, ich brauche echt dringend mehr Slots für mein Inventar. Wenn das jetzt schon so losgeht, ey. Die unteren kann man nicht aufmachen? Hm. Ja. Was Mitnehmbares? Sieht nicht so aus. Ah, hier ist noch eine. Ein vollkommen leerer Schrank. Hallo? Den kann man nicht aufmachen. Bis auf irgendwelche Unterwäsche ist hier auch nichts zu holen. I see. Die Tür kann man auch nicht öffnen. Nein. Was genau hat uns das jetzt gebracht? Das hat uns diese Inbus-Schlüssel gebracht. Das heißt, mit den Inbus... War das hier vorher schon alles voller Blut? Oh, Moment. Moment. Blut an der Wand. Oh Gott, was ist das? Ja, es ist Blut an der Wand. Kann man da mit der Kamera rauf gucken? Nee. Seht nur, da ist Blut an der Wand. So. Wie heißt das in diesem Märchen? Ruckedigu, ruckzuck ist Blut im Schuh. So, Moment. Jetzt aber. Warum ist denn der Kassettenrekorder immer noch angeklickt? Wir haben uns die Kassette doch angehört. So. Ah, ha, 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 ha. Spooky Girl. Ach so, warte. Das war nicht das, was wir reparieren können. Wir können aber in die fünfte gehen. Und dort Lift-Dinge tun, wenn wir la 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 durch die Toilette gehen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das hier reparieren kann. Wenn man kombiniere Inbus-Schlüssel... Nee, das geht nicht. Aber kann man die verwenden? Oh, man kann die verwenden. Ah. Nice. Detroit Become Human hätte da jetzt so ein Reaction-Minigame draus gemacht. So ein Quicktime-Event. Ja, da plappen wir jetzt einfach diese Platine rauf. Wie das immer so ist in Spielen. So, schnapp, Platine rauf.
Ah, Moment. Was? Was? Was müssen wir da jetzt machen? Moment. Ach, das ist ein Minigame. Ach, cool. Ein Puzzle. Was ist denn der Plan? Das muss ein zusammenhängendes... Ah, okay, das muss eine zusammenhängende... Da oben ist ein Port und hier unten sind auch noch welche. Das muss ein zusammenhängendes Ding ergeben, oder was? So, wa? That looks nice. Das sieht erstmal aus, als sollte es so. Es sei denn, es ist jetzt ein Kreis-Kurzschluss, den wir da gebaut haben. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie das aussehen soll am Ende. Ich baue das mal so, wie es irgendwie am halbwegs sinnvollsten... Nyctophobie. Nyctophobie ist... Ist das nicht die Liebe zur Nacht oder sowas? Nyctophobie. Ah, Moment. Klaatu verata nicto. Ach, guck. So. Wer hätte das gedacht, wo ich handwerklich nicht sonderlich begabt bin? Aufzug repariert. Easy. God damn it. Of course it's missing all the buttons. Guess I have no choice but to go up. To go up? Ja, aber wohin? Up. Das geht nicht, ne? Finde die Taste für den ersten Stock. Mhm. Moment. Hä? Was meint er mit finde die Taste? Ich habe hier nur begrenzte Auswahl. Ich kann hier nicht alle Tasten anspringen. Nee, ich muss da jetzt eine Taste einbauen, oder? Das ist der Plan, oder? Ich kann jetzt hier nichts drücken. Ich kann zwar in den... Nee, 5., 6. kann ich nicht fahren. Da ich hier aber auch nichts einbauen kann aus meinem Inventory, kann ich hier auch nichts machen. Das ist ja hervorragend. Ach, Moment! Hier sind ja Tasten. Ich bin ja dumm. Dann nehmen wir die mal. So, jetzt ist die spannende Frage. Which one is the right one? Das ist sie nicht. Mann, Spiel, jetzt mach's doch aber auch nicht komplizierter, als es sein muss. Das ist ja ein bisschen anstrengend. Steuerungsmäßig etwas anstrengend, aber es ergibt doch keinen Sinn, dass die Taste für den ersten Stock ganz weit oben ist. Ich meine, die sieht irgendwie special aus, aber warum sollte jemand... Ach so, die Taste für den 7. Stock passt auch nur auf den 7. Stock. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber... Ja. Ich dachte, das war der Plan, dass wir die da auf den richtigen Slot für den 1. Stock kleben müssen. Offenbar nicht. Ich meine, diese Tasten sind einfach nur Metallplättchen. Naja. 7. Etage. Oh. Ganz schick hier. Wenn ich nicht permanent das Gefühl hätte, dass mich gleich irgendwelche Viecher anspringen. Was? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mhm. Kuh. Dinge. Ich habe diese Schlösser überall in anderen Bereichen des Hotels gesehen. Aber sie haben alle unterschiedliche Symbole. Es muss eine Art Spezialschlüssel geben, um sie zu öffnen. Wenn ich eines in meinem Beruf gelernt habe, dann, dass schöne und komplexe Schlösser immer die wertvollsten Dinge verbergen. Die Türen in der 7. Etage sehen anders aus als die im restlichen Hotel. Sie sind im Vergleich sehr aufwendig und beeindruckend gestaltet. Ich frage mich, ob diese Räume irgendwie besonders sind. Possible. Ja, schon wieder eine kopflose Statue. Das scheint so ein Ding zu sein hier. Oh. Ich habe sie ein paar Mal angeklickt, dann ist sie umgefallen. Das tut mir leid. Statue. Ich habe nur gesehen, dass man sie anklicken konnte. Was hat denn das jetzt für einen Sinn gehabt?
Kann ich jetzt, Moment, kann ich jetzt irgendwie mit der... Nee, mit der Cam sieht man jetzt auch nichts. Hatte das jetzt irgendwie Sinn, dass die Statue umgefallen ist? Ich meine, sie zeigt hier auf irgendeinen Zettel, aber... Das ist so ein Standardzettel, den wir vorhin schon gesehen haben. Der kann irgendwie nichts Besonderes. Weird. Bit of a weird place for a chessboard. Okay, wir müssen also eine... Was ist das? Den König? Nee. Die Dame, ne? Die Dame finden. Na schön. Schauen wir mal. Lange kein Schach mehr gespielt. So, hier kann man auch nichts anklicken. Hier scheint es nichts zu geben, womit man irgendwie interagieren kann. Klick, klick, klick. Nothing. Literally nothing. Das sieht aus, als wäre dahinter irgendein... Als wäre da irgendein Schloss hinter den Bücherschränken. Kann man die irgendwie... Warte mal. Kann man da irgendwas anklicken? Sieht nicht so aus. Na, wir gucken uns erstmal um. Kann man die Statue hier umwerfen? Nee, bei der geht das nicht. Weil die andere, da habe ich nämlich gemerkt, dass mein Cursor so lustige Dinge gemacht hat, wenn ich die angeklickt habe. Deswegen bin ich nämlich auf die Idee gekommen, sie anzuklicken. Geschirr. Patronen. Na klar. Ah, was? Ich dachte, wir können jetzt hier Kabel einsammeln. Kann man nicht. Ist ein bisschen underwhelming. Wir haben nichts Dingsartiges. Was? Eine attraktive Vergütung von bis zu 13,50 pro Stunde mit Entwicklungsmöglichkeiten? Wo hast du das gehört? Vor allem von bis zu 13,50 pro Stunde. Also sie zahlen dir eigentlich Mindestlohn. Und nur wenn du... Oh, wow. Oh, der sah aber... Okay, wow. Der sah schon mal besser aus, glaube ich. That's not human. That's not a human. Not anymore. Though. Vielleicht war es mal einer. Hier ist ein Einschussloch in der Wand, also irgendwer hat den umgeballert. Daraus lernen wir zumindest, man kann sie töten. Oh, hier ist wieder Rabbit vom Spooky Girl. Wo ist Spooky Girl? Spooky Girl? Bist du da? Tür können wir nicht öffnen. Da liegt ein Hut. Ja, das sieht auch aus, als wäre da jemand drauf gestorben. Lauf, 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 lauf. Hier ist eine Kiste, eine Schatulle. Patronen. Abzug betätigen und auf das Herz zielen. Mhm. Ah. Ah. Ist das eine Colt? 1911? Sieht so aus. Nehmen wir Pistole. Und, müssen wir sie gleich verwenden, die Pistole? Mir eine kleine. Na klar, Spiel wird uns gleich... Alter, der sieht aber wirklich abgefahren aus. Ach, das Herz ist das da. I see. Fuck me. Where the hell did that thing come from? Fuck me, fick okay. Mich. Fuck me. Okay, I'm alive. That's not I'm what good. Fuck me means. So, warte, kann man die Pistole auch irgendwie weg... Ah, man kann sie auch wegpacken. Wie kann ich sie denn wieder ziehen? Verdammt! So. Ja. Kann man die looten? Wo ist denn der abgeblieben? Ist der jetzt verpufft? Ich habe den umgeballert und jetzt ist er verschwunden? Was? Was? Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Shotgun.
Solche Spiele sind nur gut mit einer Shotgun. Ein Klavier. Ach, so läuft das. Guck mal, du kannst zielen und dann nach einer Weile hat er so einen Aim, also so einen Zack, dann geht das Crosshair zu. Also man braucht eine Weile. Man kann nicht so aus der Hüfte schießen. I see. Wow, das ist ja echt weitläufig hier. Das erinnert mich gerade an dieses uralte Spiel Realms of the Haunting. Falls das irgendwer kennt. Das war auch sehr cool seinerzeit. Ach, guck. Wann macht er sich eigentlich immer diese Notizen? Der hat doch literally keine Zeit gehabt dafür. Was ist das? Diese Kreatur wirkt beinahe wie ein Mensch, aber sie ist keiner. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich muss mich einfach schützen. I need a gun. Ja. Ich habe 19 Schuss, mit anderen Worten. Ah. Metallschlüssel, Zwischengeschoss 1. Stand. Hallo? Do not. Okay, das ist jedenfalls nicht das für dieses Schloss. Okay, das wäre auch ein bisschen Billo gewesen, glaube ich. Wer spielt denn da Klavier? Das möchte ich mal rausfinden. Ich finde es auch schön, dass man mit beiden Händen die Pistole hält und trotzdem die Taschenlampe verwendet. Ich möchte mich nicht beschweren, ich finde es gut. Ah, hier kommen wir raus. Das ist nur wie dieses Tarzan-Meme. Kennt ihr dieses Tarzan-Meme, wo der Disney-Tarzan drauf ist, der irgendwie an einer Liane schwingt, mit einer Hand, mit der anderen Hand Jane hält und trotzdem noch seinen Speer dabei hat, wo es dann diese Zeichnung gibt, wo man von hinten sieht, wo er diesen Speer so zwischen den Arschbacken so festhält. Daran erinnert mich das gerade. Er hat auch drei Hände. So, was haben wir denn da? Was bist du denn? Tesseract? Du bist irgendwie sowas Tesseract-artiges. Aha, nice. Punkte, die zum Verbessern von Ausrüstung verwendet. Wow, es gibt ein Upgrade-System. Geh auf die Registerkarte Verbesserungen, um mithilfe der Punkte deine Ausrüstung zu ver... Wow. Sowas habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ah, weiße Königin. Na, wo wir die wohl brauchen werden? Schauen wir mal. Und eine Kiste, meine Güte. Toll. Ach so, das ist eine Lagerkiste hier. Ah, I see. Wir haben noch nichts zu lagern. Es mag doch bestimmt mal jemand dieses... Gib mal einfach hier Disney-Tarzan-Meme ein oder so. Da kommt ihr bestimmt dahin. So, Moment, jetzt. Moment, was hatten wir jetzt gelootet? Wir hatten die Dame gelootet. Ja. Vielleicht sollten wir wirklich einfach zurückgehen und die Dame einsetzen. Dame. Wo war denn die Dame? Das war nicht das Geistermädchen, oder? Schachbrett. Here we go. Aha, Munition und ein Schlüssel. So liebe ich das. Was ist das? Zimmer 6S. S6. Und Munition. Hervorragend. Moment, 6. Was war das? Der sieht abgefahren aus. Okay. S6. Öffnet die Abstellkammer in der 6. Etage. Abstellkammer. Wait. Wir sind jetzt in der 7. Etage, richtig? Ach komm. Ach, du hast deine Stellenausschreibung da am Start. Wall of text. Too long didn't read. It sucks. So, warte. Abstellkammer, 6. Etage. Möchte ich. Möchte ich. Ich lese gleich dein Pamphlet.
Tür? Door? Would you kindly? Ach komm, jetzt kriegen wir die Tür nicht auf? Willst du mich verarschen? Ach komm! Ach komm! Das heißt, wir müssen in die fünfte fahren, oder was? Warte, was steht da? Service? Das ist ein bisschen wahrscheinlich. Keine Arbeitszeit, 9 und 21 Uhr. Was? Als was arbeitest du denn da? Als Ausbeutungssklave? Oder was war das für eine Stelle, die da angeboten haben? Das klingt ein bisschen weird. So, warte. Wir sind jetzt in der fünften. Wir müssen also wieder hoch. Naja, vor allem nicht nur arbeite dich halb tot, sondern sei immer auf Abruf bereit. Das ist ja das, was noch eine Ecke nerviger wird, was es noch eine Ecke nerviger macht. Ja, auf zu flackern jetzt. Ist gut. Schluss. Aus. So, wo ist jetzt die Abstellkammer in der sechsten Etage? Oh, what the fuck is that? Okay. Erstmal teabaggen. So. Die werfen auch keinen Loot ab, dummerweise. Moment, kann man? Nee, kann man nicht. Scheiße. Ich dachte, man kann da drauf schießen, aber das geht nicht. Ich hätte die Kette einfach durchgeschossen. Ach, Moment. Abstellkammer ist doch bestimmt der Service Room hier, oder? Indeed, it is. Ah, da ist schon wieder ein Hase. Ach guck, jetzt kriegen wir eine neue Taste. Ah. Wäre Telefonservice für ein Parkraumunternehmen am Luftfrachtzentrum der Lufthansa. Wow. Klingt für mich trotzdem wie Ausbeutung. Aber was weiß ich schon. Ah. Ein Upgrade-Punkt. Ach siehst du, ich habe noch gar nicht in meinen Moment, da liegen Patronen. Die möchte ich. Kann man mit diesen Hasen irgendwas machen? Nö. Der Hase. Sometimes a rabbit is just a rabbit. Dass man sich da alles anhören darf. Naja, du bist halt der First Level. Oh, wow. Cutscene. Der Dude hat einen mutierten Arm. The fuck are you? Ist das ein Bossfight jetzt oder was ist das? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. An dem vorbei? Nee. Muss man auf die Gasflaschen schießen oder was ist der Plan? Ich glaube, ich bin tot. Du bist tot. You died. It's Elden Ring all over again. Ach komm, ernsthaft? Jetzt hat er mich dahin zurückgesetzt? Oh, Spiel. Das ist ja super mies. Das ist ja super mies. Ach komm. Really? Da habe ich jetzt ja gleich schon fast spontan keinen Bock mehr, ehrlich. Jetzt müssen wir alles nochmal machen? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kacke. Was war hier der Plan? Ach, hier brauchen wir den Bolzenschneider. Ach, come on, Spiel, ehrlich. Boah, wo waren denn jetzt diese... Wo waren denn heute die... Was? Ich habe dir einen musikalischen Hochgenuss bereitet. Ich weiß gar nicht, was du hast, Tanja.
Ich habe dich an einem zeitlosen Meisterwerk teilhaben lassen. Das könnte übrigens auch was für Eraser Girl sein. Es geht immerhin um Hunde. So. Kacke, wo war denn das jetzt? Shit. Boah, wo haben wir denn jetzt diese fucking Teile gekriegt? Waren die nicht hier drin? Nee, wo waren die denn? Hab ich das geträumt? Wir haben doch irgendwo diese Imbusschlüssel bekommen. Das ist ja super ätzend. Also merken, bevor wir irgendwo hinfahren, immer nochmal speichern gehen. Das ist ja mega kacke. Spieldesign aus der Hölle, wirklich. Ey, wenigstens ein Quicksave, weißt du? Wenn so ein Bossgegner dich killt oder so. Das ist doch echt nicht zu viel verlangt. Aber waren die nicht hier drin? Oder Moment, ist der Lift repariert? Wir sind, glaube ich, in der falschen Etage. Nee, ich habe die Leiterplatte noch. Also repariert kann er eigentlich noch nicht sein. Kacke. Ach komm! So ein Rotz. Wo war denn das? War das dann irgendwo hier? Nee, da war es nicht, ne? Verdammt, wo war das denn? Ey, ich habe wieder alles komplett vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir lang gerannt sind, überall. Fuck. Das ist kein gutes Spieldesign, liebes Spiel. Kein gutes Spieldesign. Hier haben wir... Ah, Moment, wir haben... Ach, siehst du, Raum 603 war das, wo wir hin müssen, ne? Wait. Das ist 604. Hier ist 603. Da haben wir den Schlüssel für. Das war's, glaube ich. Ach, Stream Elements hat sich mal bequemt, die Leserunde zu posten. Das ist nicht so, wie ich das beauftragt habe, Stream Elements. Naja. Eigentlich soll er das alle 20 Minuten posten, aber... Pustekuchen! So. Und 5. Hä? Bin ich jetzt doof? Wieso funktioniert's nicht? Haben wir den Code noch nicht gefunden, oder was? 30 rechts, 10 links, 5 rechts. Habe ich gerade verkehrt rum gemacht? Nee. Moment. 30 rechts. 10 links. Ach so, es geht um die... Ja, jetzt müsste es stimmen, ne? Ich weiß zwar nicht, warum es eben nicht ging. Ich kann euch es nicht sagen, aber... I don't know. Was? Beim letzten Mal zur gleichen Zeit? 21.40 Uhr? Ja, keine Ahnung. Ich habe den eigentlich auf alle 20 Minuten eingestellt. Wahrscheinlich berechnet ihr das nach Mordor-Zeit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, jetzt müssten wir... Ja, geh mal weg. Jetzt müssten wir eigentlich wieder hochgehen können. Ne, Moment, das war der falsche Weg, oder? Nee, Moment, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in Etage 6. Hier ist der Fahrstuhl aber unrettbar. Hier ist er kaputt. Dann müssen wir in Etage 5. Und da war aber auch der Safe Room, oder? Warte. Toilette. Slide. Ich gehe nochmal speichern, bevor ich jetzt gleich wieder... zerlegt werde. Habt ihr denn mein zufällig spawnendes Gespenst links oben im Stream gesehen? Das sollte theoretisch auch alle 20 Minuten kommen. Da kommt dieses GIF mit dem Gespenst, was ich auch als Befehl habe. Ich wollte mal ein bisschen rumprobieren mit diesen getimten Befehlen, aber das scheint ja eher so random zu funktionieren. So, jetzt schrauben wir wieder Dinge auf. Jetzt kommt wieder unser Minispielchen. Boah. Ey, da lobe ich mir doch Spiele, die so ein Autosave-System haben, ganz ehrlich.
Ja, zum Glück war das ja nicht besonders schwer. So. Das war zum Glück relativ... Ne, das war schon korrekt. Zum Glück relativ simpel. Schnipp, schnapp, schnupp. Du kommst dahin. Ja, rechts. Ich dachte, Restlick wäre die andere Richtung, aber nee. So. Easy. Ja. Der Pfarrstuhl. Ugh, God damn it. Of course it's missing all the buttons. Guess I have no choice but to go up. Ja. Sehr gut jetzt. So. Button verwenden. Falls ihr noch Leute kennt, die für die Leserunde passen würden, dann sammelt ruhig welche ein. Sind noch Slots frei. So. Jetzt sind wir wieder hier. Hier ist die Geschichte mit dem Schachbrett. So, warte, jetzt machen wir nochmal das mit der Statue. Was bringt uns das, diese Statue umzuwerfen? Ich blick's nicht. Das macht doch literally nichts. Ist das einfach nur ein Gag oder bin ich irgendwie zu dumm und begreife nicht, was das tut? Das macht doch nichts. Nee, ist noch jede Menge Platz. Ich verlose ja insgesamt 20 E-Books, also... Ist noch Luft. Hau das mal ruhig nochmal raus. So, warte. Munition! Lustige Schlösser. Statuen. Nee, wir sind hochgegangen beim letzten Mal, ne? Dude. Jesus Christ, that's not a human. Yep. That's not a human. That is not a human. Hier konnte man nicht rein. Nee. So, hier oben gibt es jetzt die Pistole. Point and shoot. Bam, bam, bam. Oh, no. Ein Untoter mit dem Weak Spot direkt auf der Brust. So mag ich das. Fuck me. Where did that thing come from? Okay. Fuck me. Okay. I'm alive. I'm good. Ich kam gerade nach oben, als einige Bereiche des Hotels einstürzten. Die anderen baten mich, mir das Ganze anzusehen. Wenn meine Berechnungen stimmen, dürfte es keine Probleme mit der Stabilität der unteren Etagen geben. Darüber hinaus empfehle ich aus Sicherheitsgründen, möglichst auf die Nutzung der Aufzüge zu verzichten und stattdessen die Treppe zu nehmen. Ja, du Komiker, das geht ja nicht. Ich wundere mich sehr über die Weise, wie hier alles auseinanderbricht. Normalerweise sind Hotels dieser Art überaus stabil gebaut. Es scheint fast so, als sei hier eine ungewöhnlich zerstörerische Kraft am Werk. Auf jeden Fall sollte man in den unteren Etagen bleiben, in den oberen Etagen ist es gefährlich. Ach was. Warum habe ich denn jetzt so wenig Munition? Ich hatte doch vorhin mehr. Habe ich irgendwas übersehen? Verdammte Axt. Irgendwelches Loot übersehen. Da sitzt niemand, der spielt, würde ich behaupten. Das ist eins dieser automatischen Klaviere. Gab es hier noch irgendwas? Nee, wa? Drücke Q. Ja, jetzt müssen wir uns das Proforma irgendwie durchlesen, ne?
So, Türen in der 7. Etage und Monster. So, hier ist jetzt ein Schlüssel drin. Den brauchen wir jetzt für die andere Seite. Ich habe irgendwo Munition übersehen, glaube ich. Ich hatte vorhin, glaube ich, 12 Schuss. Also 8, also 7 plus 12. Würde ich behaupten. Vielleicht kommt das jetzt aber, wenn wir hier Dinge looten. Gegenstände verbessern. Da ist die Dame. Hier ist nichts. Und hier können wir lustigerweise auch nicht raus. Moment, das ist... Ach, guck mal, da können wir aber tatsächlich noch hin danach, ne? Da ist noch eine Taste. Und eine Box mit Sachen. I see. Also die den Schlüssel für was auch immer. So, jetzt gehen wir erstmal runter und setzen die Dame ein. Moment, falsche Richtung. Wrong direction. Hier müssen wir lang. Und dann gehe ich nochmal an die 5. und dann speichere ich, glaube ich, nochmal. Besser wäre das. Ah ja. Das ist nicht das Mädchen, ne? Das war irgendjemand anders, der da lang gerannt ist. Würde ich behaupten. So. Dame. Munition. Und ein Metallschlüssel. Achso, das war das mit Vorratsraum in der 6. Etage, ne? Hab ich hier irgendwas übersehen? Ne, die Moon hatten wir aufgepickt, ne? Ja, hatten wir. Und hier konnte man nicht runter, ne? Hier war zu. Ja. Hier liegt auch... Ah, doch, hier liegt ein Upgrade-Würfel. Ach, guck mal. Warte mal, wo kann ich denn das... Verbesserungen? Ach, guck mal hier. Kamera, Munitionsverbesserung. Oh, es gibt noch mehr. Ist ja spannend. Erhöht die Schussrate. Verbessert die Schussgenauigkeit. Erhöht die Munitionskapazität. Gar nicht so ungeil. Erhöht die Weite des Nachtsichteffekts. Ob uns das so viel bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die Kamera finde ich jetzt eigentlich ausreichend. Ich meine, meistens stehst du ja direkt davor. Wenn du irgendwas machen willst. So. Wir fahren jetzt in die 5. Ich will auf jeden Fall einmal speichern vorher. Ja, also wegen Leserunde. Haut das gerne nochmal raus im freundesbekannten Mutantenkreis. So, der Safe Room war hier. Ich bitte darum. Es ist genauso nervig wie in Made of Scare. Ich hasse das, diese Mechanik, ey, dass du manuell in solchen Spielen speichern musst. Ich meine, das ist so ein Relikt aus den 90ern. Das war in Resident Evil vielleicht noch irgendwie charmant, aber... I don't know. Ich finde es ehrlich gesagt weniger charmant. Ich finde es einfach nur ein bisschen... Bisschen altbacken, ehrlich gesagt. Ein schönes Quicksave-System finde ich ehrlich gesagt besser. Ja, 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 spooky, spooky. Ah, was, 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 was? Moment, war der vorhin auch da? War der Typ vorhin auch da? Oder ist das ein Random? Ach nee, der stand vorhin irgendwie auf, ne? Wow, okay. Der Zombro ist da und postet schon wieder Dinge. Zombro, spring mal lieber in die Leserunde, mein Freund. Noch ein Zombro. Guck mal hier, ein Zombro vor mir direkt. Die untote Variante. Hallo?
Was geht denn hier ab? So, jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Ach, das war der Vorratsraum, ne? Verwenden. Da ist er wieder, der Hase. Und wir kriegen eine Taste für die erste Etage. Die uns aber gleich unser Leben kosten wird. Ich habe nämlich nur genau 16 Kugeln. Das ist nicht viel. Hier ist noch ein Upgrade-Würfel. Und einmal Munition. War gar nicht im Raum. Hat man was gefragt? Ich sagte nur, dass du dich in die Leserunde begeben darfst. Ich hatte dir da einen Link geschickt, wenn mich nicht alles täuscht. Du warst bei den krassen Kurzen auch in der Leserunde dabei, deswegen dachte ich, zu Elysion wärst du vielleicht auch am Start. Ach fuck, jetzt kommt der Bossfight. Ey, ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Muss man da auf die Flaschen schießen oder auf den Typen oder auf sein Gesicht oder auf seine Lampe oder weiß ich nicht was? I don't know. Sombro, sag doch auch mal was. Worauf soll ich schießen? Wow, out of ammo. Awesome. Wie soll man das schaffen? Was ist denn das? What the fuck? Schieß auf seinen Penis. Oh, Moment. Was? Was? Was ist denn nur los? What the hell? Er hat mich nicht getötet. Was? Was? Moment. Ich kann ihn aber auch nicht irgendwie anderweitig loswerden, ne? Kick ihm seinen Schniepi. Mhm. Weiß deine Freundin, was du mir hier für Sachen schreibst, Zombo? Was ist denn das jetzt hier so, Mr. X? Oh, wow, 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 was? Moment, was? Was? Wie? Habe ich es jetzt geschafft oder bin ich jetzt tot? Das kann man wohl nicht so genau sagen. Okay, ich bin ihm irgendwie entkommen, würde ich behaupten. I see. Ja, okay, wow. Das war also der Deal. Man muss ihm also entkommen. Na schön. Okay, man kann jetzt Level 1 irgendwo einsetzen. Zombro hat 50% Zeit. Ja, das sind 50% mehr Zeit, als du sonst hast, Zombro. Sonst hast du gar keine Zeit. Ich wollte dir ja noch hier Motive rüberschieben und so, aber irgendwie warst du die ganze Zeit auf irgendwelchen Messen und hast wilde Dinge gemacht und so. Wir haben es fast geschafft, ich kann es spüren. Schieß auf seinen Penis. Klipperschwert von Zombo. Mhm. I see. I see. Matthias! Call him! Let him know we found something! Let him know we found something. Hey! It's getting brighter! Aha, ein Artefakt. Ein leuchtkugelartiges Dimensions-Dings. Mhm. Was durch die Zeiten reisen kann, offensichtlich. Okay, wo zur Hölle sind wir jetzt? Coolness. How long have I been asleep? My head.
My God. It's Monday again. Okay. Wer? Wann? Wo? Bis eben waren wir noch Roberto Leite irgendwas. Und jetzt sind wir... I don't know. Oha. Taschenuhr. Kann man aber nicht mitnehmen. Toll. Wäsche. Ein Handtuch. Na schön, wir durchsuchen hier erstmal alle Schubladen, wie sich das... Hallo, gehst du wohl auf? Handtücher, noch mehr Handtücher. Moment, haben wir einen... Wir haben auch gar kein Inventar, also wir sind jetzt offensichtlich auch eine andere Figur. Würde ich behaupten. Mach das auf, du! Was haben wir denn da? Dinge und Sachen. Lesen. Alle Dorfbewohner sollen sich heute Abend um 19 Uhr in der Kapelle einfinden. Wir müssen darüber sprechen, was in der Mine passiert ist, über diese Sphäre. Bringe sie bitte mit. Another meeting at the chapel this evening, How curious. I don't recall anything about this sphere I'm supposed to bring along. Jetzt spammt Stream Elements, das ist ja lustig. Vorher macht er das nicht und jetzt haut das wirklich alle 20 Minuten raus. Und wird da Ladehemmung gehabt. So, hier brauchen wir irgendein Artefakt, was wir da reinstopfen können. Wir haben aber kein Artefakt. Gar nichts. Na schön, dann, wenn hier nichts weiter ist, gehen wir mal raus. What could possibly go wrong? Der Phil ist am Start. Kriegst du auf Twitch keine Info, wenn ich live bin? Offenbar nicht. Besser spät als nie. So, was haben wir denn hier? In meinem eigenen Haus sind Türen abgeschlossen. Dazu muss ich Twitch offen haben. Meinst du, das geht nicht, wenn man nebenbei einen Nein-Gag offen hat, oder was? Ach, das ist ein Grammophon. So. Ich bin gut in Dresdings angekommen. Wir haben bereits ein paar Treffen abgehalten. Die Arbeiter scheinen gute Leute zu sein. Die Einrichtung ist einfach, aber gemütlich. Neben den Unterkünften verfügt das Dorf über eine Verwaltungskabine, eine kleine Kapelle und sogar eine Bar, in der die Arbeiter sich treffen und ihre Zeit außerhalb der Mine verbringen können. Aber ich schweife ab. Ich möchte, dass du weißt, dass es mir gut geht. Hier ist alles unter Kontrolle. Mir ist klar geworden, dass es keinen Grund gibt, Angst vor der Zukunft zu haben. Meine Suche wird erfolgreich sein. Christopher. Ah, Moment. Wir haben einen Brief von Christopher bekommen, oder was? Christopher ist ja da angeblich irgend so ein hohes Tier, irgend so ein... Wurde der nicht als Heiliger irgendwie bezeichnet? Der hat bestimmt dieses Artefakt irgendwo aufgetrieben. There's nothing... Nothing in here! How hard I try, I mustn't leave until I find this sphere. Ja, I mustn't leave. Dann schalt doch mal das fucking Licht an, Christopher. Nee, oder wie immer du heißt. Wie können wir denn die Spielzeit strecken? Ja, lass ihn einfach versuchen und mach dabei das Licht aus. Spitzenidee. Mad Alice, hier ist alles unter Kontrolle, Ja, das ist immer ein hervorragender Hinweis für, es ist überhaupt gar nichts unter Kontrolle. Und so ist es strange. Vermutlich auch. Ah ja, Blatt. Weißt du, so halber Liter Blut ausgetreten. Ja, ich habe mir wohl den Kopf angestoßen. Sieht total normal aus. Ja. Noch mehr Blut. Beim Rasieren geschnitten. Da liegt das Rasiermesser. Halsader durchtrennt beim Rasieren. Ist nur ein Kratzer. Metallschlüssel. Küchentür. Das ist auch wieder Game Logic. Du lässt den Schlüssel für die Küche im Bad. Why?
Na gut, Küche. Wo war jetzt die Küche? War das die Küche? Hallo? Ist da jemand? Wer schließt denn bitte seine Küche ab in dem Haus, in dem er wohnt? Why? Und warum zum Teufel haben wir jetzt keine Taschenlampe? Ah, warte. Oh, September 1920. Okay, das ist noch ein krasser Zeitsprung. Wir haben angefangen 1960, dann gab es eine Sequenz in 2009 und jetzt sind wir in 1920 gelandet. Okay. Hier liegt noch ein Schlüssel rum. Büroschlüssel. Mhm. Es gibt doch bestimmt so ein psychologisches Krankheitsbild, so der krampfhafte Zwang, seine Schlüssel im Haus zu verteilen. Okay. Ist das hier das Büro? Nee, hier können wir nicht raus. Das ist die Ausgangstür, glaube ich. Müssen wir die Treppe hochgehen? Wenn das hier nicht so dunkel wäre, gib mir doch eine Kerze oder irgendwas wenigstens. Aber es gibt auch... Moment, hier fallen Dinge um. Und das Bild hängt schief. Dämonische Präsenz. Moment. Nee, den Schlüssel können wir da nicht einsetzen. Verflixt nochmal. Kleine Schnittwunde, viel Blut. Ja, wie in so einem Anime, wo dann der Arm abgetrennt wird und dann so 8 Kubikmeter Blut austreten aus der Wunde. Das muss das Arbeitszimmer sein. Das Bild hängt schief. Die Ente bleibt draußen. Oh, es gibt Licht. Ich bin ja begeistert. Vielleicht sollte ich gucken, ob ich die Sphäre im Waffenschrank eingeschlossen habe. Hm? What every normal person would do. Hier ist die Enigma, was immer er mit einer Enigma macht. Die haben wir vorhin im Intro schon gesehen. Ach guck, lesen. Die historischen Aufzeichnungen dieser Gegend scheinen die Existenz verschiedener Anomalien zu bestätigen, die viele als übernatürlich interpretiert haben. Aha. Keiner dieser Berichte kann jedoch den Beweis dafür liefern, was die Ursache dafür sein könnte. Die Tage vergehen und die Männer werden immer müder von unseren Bemühungen. Aber lass mich das eine sagen. Ich werde die Quelle dieser Macht finden, koste es, was es wolle. Ich habe festgestellt, dass die Bewohner von was immer sehr religiös sind. Sie haben ihre Ängste und Sorgen zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in das Göttliche einmischen und dafür bestraft werden. Sie befürchten, dass der Allmächtige uns alle den Tod übereignet, wenn wir die Macht aufdecken, die unter diesem Boden schlummert. Was für ein Blödsinn. Wenn meine Pläne in Erfüllung gehen, können es nicht einmal die Götter selbst mit uns aufnehmen. Ah ja, Hybris. Auch immer gut. So, ich habe endlich einen Prototyp des neuen Schließmechanismus fertiggestellt, den ich entworfen habe. Der Schlüssel selbst ist statisch, aber seine zusätzlichen Teile sind vollkommen modular. Um ihn zu benutzen, muss man alle Symbole auf dem Schlüssel mit den entsprechenden Symbolen auf dem Schloss ausrichten. Okay. Es müssen höchstens 4 Symbole übereinstimmen, damit der Schlüssel richtig funktioniert. Manche Schlösser benötigen jedoch weniger. Es ist eigentlich ganz einfach. Je höher die Anzahl der geforderten Symbole, desto wichtiger ist der Inhalt. Ich habe eine Art pseudo-sicheren Mechanismus entwickelt. In Zukunft möchte ich damit das Denken und die Intelligenz potenzieller Nachfolgerinnen und Nachfolger testen und analysieren, falls ich vorzeitig sterben sollte. Das klingt merkwürdig. Die Teile des modularen Schlüssels bleiben im Inneren des Mechanismus verborgen, bis der passende Kandidat auftaucht. Ah, das passt zu dem, was der Concierge da gesagt hat anfangs, ne? Mit, ich hoffe, Sie sind der Richtige. Oder irgendwie sowas. Okay. Der modulare Schlüssel. Wir sind ganz nahe. Die Luft in der Mine fühlt sich an, als sei sie mit einer unbeschreiblichen Energie gesättigt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Männer sind erschöpft, aber ich habe befohlen, die Ausgrabungen ohne Pause fortzusetzen. Jetzt ist nicht die Zeit zum Ausruhen. Es ist mir egal, ob sie vor Erschöpfung umkippen. Nichts kann mich aufhalten. Ich will es haben, um jeden Preis. Um jeden Preis. PS, es ist alles unter Kontrolle. Ja. Verzierter Schlüssel.
Jetzt geht hier schon wieder überall das Licht aus. Was zum Teufel? Was zum Fuchs? Verzierter Schlüssel. Ey, warum muss man Spiele so dunkel machen, dass man buchstäblich nichts sehen kann und dem Spieler auch keine Taschenlampe oder irgendwas geben? Was soll das? Das macht es nicht gruseliger, das macht es einfach nur kacke dunkel. So. Moment. Dieser blutige Dings und dieses schiefhängende Bild und diese umgefallene Lampe, das war vorher alles nicht so. Das ist neu. Finde die Sphäre. Waffenschrank. Ist das der Waffenschrank? Das könnte der Waffenschrank sein, oder? Da ist eine Pistole zu sehen. Wo finden wir jetzt, wie es scheint, fehlen einige Teile? Aha. Oh ja, speichern. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Erstmal noch was essen. Ja, Spiel. Wo muss ich denn jetzt hin? Was ist denn jetzt der Plan? Ach komm. Ich habe jetzt einen verzierten Schlüssel, mit dem sich aber der Waffenschrank nicht öffnen lässt. Und in vollkommener Dunkelheit hier rumstromern ist irgendwie auch nicht so prall. Wo kann man denn noch hin? Wir könnten noch hier rein. Moment, waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Hier hängt der... Hier hängt der Kalender. So, ist denn hier irgendwas, was wir noch aufschließen könnten, müssten, dürften? Es sieht nicht so aus. Hier ist noch eine Tür. Die wir aber gar nicht öffnen können aus Gründen. Aha, hier können wir zwar hingehen, aber... Ah, jetzt glitsche ich. Okay, ich bin jetzt in die Level-Architektur reingeglitscht. Nee. Das hätte mir noch gefehlt. Spiel, was möchtest du jetzt von mir? Kommuniziere bitte. Irgendwie. Von hier sind wir gekommen, richtig? Ist hier irgendwas gewesen zum Aufschließen? Nee, nicht wirklich. Hier ist aber auch nichts. Wir haben auch keine Kamera. Kann es doch nur hier irgendwas sein. Was ist denn das? Metallstück. Ach, guck. Ah, da muss man zu dem Schlüssel noch irgendwelche... I see. Irgendwelche lustigen Metallstücke am Waffenschrank anbringen, oder was? Moment. Wait. Waffenschrank. Bring it on! Können wir aufmachen, das obere nicht. Muss man den jetzt irgendwie kombinieren? Nee. Was sind denn das für Teile? Metallstück. Dieses Teil scheint zu dem passierten, zu dem Metallschlüssel zu passen. Aber. Wait. Also. Kombinieren. Das geht nicht. Muss man das in der richtigen Reihenfolge machen, oder was ist der Plan? Blick's gerade nicht. Also wir haben drei unterschiedliche Stücke mit Pi, was immer das ist. Dinge und Sachen. 1, 2, 3. Warte. Kombinieren. Ah, okay. Also man muss es in der richtigen Reihenfolge machen. Nice. Tolles Rätsel. So. Aber nun, Waffenschrank. Bring it on. Was?
Fuß. Woher soll ich denn was? Hä? Moment. Warte. Moment. Wie? Was? Warum? Was muss man denn jetzt hier auswählen? Vor allem, woher soll man das jetzt wissen, wie das aussehen muss? Dann nehmen wir hier das Pi. Ne, Pi ist hier gar nicht bei. Das Einzige, was ich gesehen habe, war dieses Symbol. Dann war das dabei und das Pi. Das scheint aber nicht zu stimmen. Woher soll ich denn jetzt wissen, was man da nehmen muss? Hallo? Gibt es hier irgendwo Hinweise? Wir speichern mal nochmal kurz. Habe ich irgendwas übersehen an Hinweisen? Warte mal, ich bin der Meinung, ich habe die Dokumente, die wir gefunden haben, gelesen. Sphäre, Dinge, Sachen. Hallo? Müssen wir doch nochmal hoch? Doch nochmal ins Arbeitszimmer. Müssen wir das Buch nochmal lesen? Warte mal. Nee, das ist es eigentlich nicht. Ach hier. Schlüssel selbst ist statisch, bla bla bla. Es müssen höchstens... Ja, ja, das haben wir ja verstanden, aber... Woher weiß ich, welche Symbole es sein müssen? Sind die auf dem Schloss irgendwie zu sehen gewesen? Oh, warum ist jetzt auf einmal so hell? Ist ja fast unheimlich. Plötzlich Licht. Ach, da oben. Na, ich bin ja auch blind. Da sind doch die Symbole drauf. Keiner sagt was. Omega, dieses komische Y mit Punkten und dieses... So, Omega, das Ding und das Ding. Nothing. At least my revolver is still here. Well, the lockbox on my desk is the last place I need to check. Alter, da liegt eine Double Barrel Shotgun. Würdest du die bitte mitnehmen? Pistole und die Shotgun kann man nicht mitnehmen. Was soll denn das? Spiel! Why are you like this? Hält mir eine Shotgun vor die Nase und wir können sie nicht benutzen? Das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht gut. Na schön. So, was haben wir jetzt gelootet? Wir haben jetzt... Warte, ein weiteres Teil für den Schlüssel gefunden. Okay, jetzt haben wir alle vier. Das heißt, wir können jetzt mit dem lustigen Schlüssel auch weitere... Ich speichere mal nochmal, das kostet ja nichts. Können jetzt auch weitere dieser lustigen Schlösser damit knacken. Die Frage ist, was uns das bringt. Und inwieweit uns das hilft, die... Jetzt geht das Scheißlicht wieder aus. Das ist alles Deko. Hm. Airsoft. Wäre immer noch als Knüppel brauchbar. Ah, okay, man kann das Schloss damit öffnen, okay. Boah, jetzt ist es wieder so dunkel, dass man nichts erkennt. Das rechts oben sieht aus wie so ein Alpha. Das linke ist ein X, unten das W und dann nochmal so ein russisches J. Okay, Alpha, X, W und Dingens. Alpha... Moment. X, Alpha, W und das Ding. It worked! I can feel. What is his power? Ja.
Hatte man nicht in Maid of Scare auch so ein Ding? Zumindest so was Ähnliches. What is this power? I have to get to the chapel. What is this power? Es ist alles unter Kontrolle. Guck mal, das Haus verwittert immer mehr von Sekunde zu Sekunde. Ja, ja. Dinge und Sachen. Jetzt können wir gehen, oder? Ja. Jetzt gibt's wieder Cut zu dem anderen Charakter. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Der große Saal. Na schön. Das sieht wieder nach dem Hotel aus. Und irgendwas mutiert da wild in der Gegend umher. Sind wir das gewesen, ja? Roberto. Hello. Is anybody here? Is anybody here? So, warte mal, lass mal kurz in unser Upgrade-Dings gucken. Wir haben 3 davon haben wir von diesen Upgrade-Teilen. Wir können aber erst die Pistole und die Kamera aufrüsten. Wie das immer so ist in den Spielen, da du nicht weißt, was noch kommt. Verbessert die Schussgenauigkeit. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht, Spiel. Ich weiß es doch nicht. Erhöht die maximale Munitionskapazität. Ist das sinnvoll? Jetzt haben wir 7 Schuss. Alles, was nach 7 Schuss nicht stirbt, killt uns eh. Verbessert die Treffergenauigkeit. Halt, Moment. Ach, das kann man kaufen, ja? Ah, das nächste kostet schon 4. Ach, guck mal, die steigen alle vom Preis her. Das ist ja böse. Das ist ja mies. 10 Upgrade-Punkte braucht man für... Wow. Ist das so krass mit der Kamera? Ich meine, die Kamera hilft dir doch nicht beim Kämpfen. I don't get it. Warte mal. Das Fadenkreuz ist nicht kleiner geworden. Lame. So, wo zum Fuchs sind wir denn jetzt? Sind hier irgendwo... So, wir sind jetzt im... Okay. Der ist zum Glück tot. Wir haben noch unsere Taschenlampe, das ist schon mal gut. Können wir jetzt hier mal bitte... Spiel, wir können jetzt hier nicht rauf... Was ist denn das? Wir können hier nicht rauf? Nee, wir können da nicht hin. Da ist eine Alpha Wall. Ich kann da nicht hin. Ich kann hier nicht rauf auf diese wünzige Treppe. My only weakness. Stairs. Ja, geht nicht. Das Spiel sagt nein. Awesome. Simply awesome. So. Munition könnte ich gebrauchen. Und zwar dringend. Noch ganze 7 Kugeln. Das ist nicht viel. Ach, guck, wir können uns einmal ein Heal-Dings bauen. Hallo? Wir können uns einmal ein Heal-Dings bauen, kombinieren mit dem. Und das muss ich, glaube ich, auch gleich ver... Du besitzt keine Verbände? Willst du mich verarschen? Ich habe mir doch einen Verband gebaut gerade. Willst du mich verkohlen? Geht doch auch. Komisches Spiel. Verrückt. So, was haben wir denn hier? Bibliotheca. St. Dinfna Hotel oder Santa Dinfna. Die Pistole wieder wegpacken? Ja, sonst schieße ich hier aus Versehen auf irgendwas. So, was haben wir denn hier? Schlüssel haben wir nicht. Durchsuche den Bereich nach Überlebenden ist jetzt unsere Mission. Sind wir denn jetzt in der ersten Etage? Ist denn das jetzt das gewesen? Ja, ne? Wir sind vorhin doch noch runtergefahren. Nachdem wir den Schlüssel gefunden hatten. Lass mich mal noch in die andere Richtung gucken. So ein Speicherpunkt fände ich hier auch echt gut. So, mutierte Mutanten-Dinge. Was steht hier?
Ich kann es nicht übersetzen. Irgendwas mit Abra. Abracadabra, Alter. Organisch. Oh, Munition. Die nehmen wir mit. Und Verbandsmull. Den nehmen wir auch mit. Alles wird... This is disgusting. What the hell happened here? Das ist in der Tat eine gute Frage. Wir haben nämlich ehrlich gesagt noch keine wirkliche Ahnung, was hier eigentlich los ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob Schleichen tatsächlich was bringt gegen... Kann man hier rein? Nee. Ob Schleichen wirklich was bringt gegen die Bestien. Ich glaube, hier muss man eher schießen. So, warte. Da ist eine Tür. Die können wir nicht öffnen, weil wir keinen Schlüssel haben. Na schön. Was sagt denn unsere Pistole? 16 Schuss haben wir. Das ist nicht viel. Das sind fünf von den Standardgegnern, wenn wir vernünftig schießen. Wow. Überall blubbert's. Da, ah, was? Ach, die Viecher schon wieder. Boah. Hau bloß ab, du. Fuck this shit. Boah, geh weg, ey. Ein Flammenwerfer wäre irgendwie nice. Wie soll man denn... Sag mal, was? Das Spiel sagt dir jetzt, geh da nicht lang. Okay, gut, dann gehe ich da nicht lang. Ist ja gut jetzt. Weil die Viecher kriegst du halt, weiß ich nicht. Die kannst du zwar wahrscheinlich über den Haufen schießen, aber die sind so klein. Du triffst sie halt nicht. Jetzt habe ich wirklich keine Verbände mehr. Das ist kacke. So, was ist denn hier noch? Können wir die Cam nochmal benutzen? Ja, die hat wirklich wenig Reichweite, das stimmt schon. Ist das ein Vieh, was da steht? Da ist, ich sehe da was Rotes. Das sind normalerweise Gegner. Hat der Flammenwerfer gesagt? Naja, gegen so kleine, spinnenartige Käfergetiere fände ich das schon eine ziemlich gute Waffe. Kann man denn jetzt hier irgendwo irgendwie lang? Nee. Der Fahrstuhl ist mal wieder außer Betrieb. Munition! Liegt hier offen rum. Dabei ist das gar nicht Texas, sondern Brasilien. So. Noch irgendwas anderes? Nee, nichts weiter. Liegt hier noch irgendwas? Moment, hier können wir noch die Treppe hoch. Nee, hier ist immer noch gesperrt, ne? Toll. Vorhin war... Ah, hier kann man hoch. Vorhin war wegen Umbau... Ah, nee, von hier sind wir doch gekommen, oder? Ja. Vorhin war wegen Umbauarbeiten gesperrt und jetzt... wegen Zombies. Ach, Moment. Ah, guck mal, hier ist ein Upgrade Cube. Nehmen wir... Altes Foto. Leben und Tod des Christopher. 1920, 1945, 1918. Aha. Christopher is a time traveler. Ach, come on. Ich will nicht mit der Enigma spielen. Ach, komm. Das habe ich schon in wie hieß das Spiel? The Beast Within zur Genüge gemacht. Ne, ja, The Beast Inside hieß es. Zur Genüge gemacht. Wo, Telefon war... Ah, da unten. Ist ja schon gut. Stephanie? Yes, you made it. Listen, I have to be quick. You need to... Stop! I came this close to being killed by some kind of giant monster with a fucking claw for a hand. Tell me what the hell is going on right now. I don't have time to explain everything to you right now, Roberto. You'll be back any minute. Now listen, we need to meet in person. In the library on the first floor.
floor, there's a safe. You should be able to find the combination to it somewhere in the library itself. Once you unlock the safe, there should be a map inside showing a secret passage you can use to reach the 8th floor. That should be the safest way. I'll be waiting for you there. Oh, really? And why exactly should I trust you? Roberto, just... No, I'm done listening to your bullshit. Please. All your advice ever did for me was get me stuck inside this godforsaken hotel with monsters that are trying to fucking kill me. I want answers right now. Why is this happening? Why am I here? Look, I don't understand why or how you ended up here any more than you do. But that doesn't change anything. If you want to get out of here and help put a stop to all this madness, you don't have any other choice but to trust me. Please, Roberto. Please. God damn it. Fuck. All right, fine. Just tell me what I need to do. I have to go. Just meet me on the 8th floor. We can talk more there. Mm-hmm. Son of a bitch. Could she be any less helpful? Das ist wirklich exakt der Plot von Made of Scare bisher. People need to know about the shit that's going on in here. Okay. Right now, Stephanie seems like the only help I'm going to get. Gotta make it to the 8th floor. Voice actor on point. Fuck. Gotta make it to the 8th floor. Ja, lustiges Floorhopping. Erst waren wir in der 6., dann in der 5., dann mussten wir in die 1. und jetzt müssen wir in die 8. Okay. Okay. So. Eigentlich will ich mich hier aber noch ein bisschen... Was ist denn das? Öffnet die Bibliothek in der 1. Etage. Also das hier ist offenbar der Ground Floor, ne? Da kann man gar nicht hin. Na gut, dann müssen wir also wieder nach oben. La 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 la. Ist das Monster noch da? Ja. Bitte ignorieren Sie mich. So, wo war jetzt die Bibliothek? Nicht da, da waren Viecher. Bibliothek war, glaube ich, hier rechts irgendwo, ne? Bibliotheca. Na dann. Here we go. Na gut. Das sah auch schon mal besser aus. Heute haben wir noch mehr Leute verloren. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Tote sehen würde. Wir haben damit begonnen, alle Leichen in einem separaten Raum unterzubringen. Die der Monster und unsere eigenen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch ertragen kann. Die Leute sind hungrig, verwundet und es werden Personen vermisst. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr fühlt es sich so an, als würde keiner von uns diesen Ort jemals verlassen. Wir konnten die Schreie derjenigen hören, die zu fliehen versuchten, als das alles begann. Die meisten von ihnen kamen nicht zurück. Diejenigen, denen es gelang, waren von zahlreichen blutenden Wunden übersät. Ich befürchte, dass unser Schicksal feststeht. Ja, about that. Immer noch keinen wirklichen Plan, was hier passiert. Dieser Punkt ist die Erde. Die Erde. Was ist das denn? Was bist du denn? Ampulle mit Alkohol. Ach, guck. Dann kann ich mir jetzt hier lustige Verbände bauen, ne? Warte mal. Ah, nee, nicht verwenden. Du sollst das kombinieren, du. Warte, kombinieren mit... Ach, das geht nur mit der Drittkomponente. Ja. Na gut, dann nicht. Dann halt nicht. So, was gibt es denn hier noch in der Bibliothek? Statuen? Vasen? Mehr nicht. Da ist eine Kiste. Das ist wieder so eine Lagerkiste, ne? Kann man die Statue wieder umwerfen? Nee. Diesmal nicht. Also es ist ja gar nicht so, dass ich so viel Kram finden würde, den ich hier überall lagern will. Spiel. Dann musst du mir mehr Loot entgegenwerfen. Wenn ich irgendwas lagern soll. So. Schreibtischdinge. Wut? Ach, guck. Die drei Musketiere. Sogar auf Deutsch. Das kann man mitnehmen? Moment.
Das ist ja abgefahren. Okay, warte. Jetzt müssen wir doch was ablegen. Weird. Ach, guck mal. Hier ist ein lustiger... Ach, das ist ja toll. Hier haben wir aber den Schlüssel nicht, ne? Diesen lustigen... Wie kann man denn... Hä? Wie soll denn das gehen? Warte mal. Ja, hier sieht die Welt jetzt anders aus. Ach, guck mal. 3, 2, 1, 6, 4. Wer mag das mal in den Chat schreiben? 3, 2, 1, 6, 4. Das brauchen wir doch bestimmt gleich. 3, 2, 1, 6, 4. Wie auch immer wir das jetzt brauchen werden. Yay! Der Chat macht Dinge. In der anderen Welt haben wir das mit diesem lustigen Schlüssel gemacht. Den haben wir hier aber nicht. Wie machen wir das hier? Erstmal Ammo looten. Ich war schneller. Ach, hier ist der Safe. Ach so. 3, 2, 1, 6, 4. Nee, das ist es nicht. That's not it. Oh, Shotgun. Oh. Wir kriegen... Ach komm, Inventar voll. Spiel. Wie ist denn das mit den Lagerkisten? Wenn man in eine was reintut, dann ist das in den anderen Kisten auch drin, hoffe ich, oder? Also wenn ich jetzt hier dieses Metallobjekt reinlege... Kann ich da... Was ist denn das hier? Hier sind überall so lustige Safe-Schlösser dran. What the fuck? Moment. Sind hier noch mehr irgendwelche lustigen Zahlen an den Wänden oder sowas? Ich meine, es kann auch sein, dass es 32 links, 16 rechts, 4 links ist oder so. 32 links, 16 rechts, 4 links? Warte. Was ist denn das? Ach, Moment, hier ist eine Box. Ach, das war die Box. Moment! Die Box ist hier gar... What the fuck, Spiel? Also, was war das? 32 links? rechts. Und 4 links. Schauen wir mal, ob das passt. Sieht nicht so aus. Vielleicht ist das nicht die Lösung. Oder wir drehen es auch in die falsche Richtung. Das kann natürlich auch sein, ne? Nee, das scheint es nicht zu sein. Wofür könnte das denn die Kombination sein? Oder ist es rechts, links, rechts? Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Aber ich habe es, glaube ich, rechts, links, rechts gemacht, ne? Vielleicht ist es auch links, rechts, links? ...16, 4... Nope. That's not it. Ja. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich weiß gerade nicht, was wir hier tun müssen. Ach, der geht, der Schlüssel. Ach so, weil das alles innerhalb der Bibliothek ist, oder was?
Verrückt. Aha. Moment, nee, das sieht jetzt wieder aus wie irgendwas völlig anderes. Warte mal. Ein Zahnrad. Ach. Na, guck an. Guck mal, Bibliotheca ist jetzt irgendwie durchge... Nee, das Schild sieht irgendwie broken aus. Das war aber nicht das, wie wir hier reingekommen sind. Das ist eine andere Tür, ne? Ja. Da ist ein Vieh. Da hinten ist noch ein Vieh. Das, gefällt mir nicht. Man muss sie doch nicht töten, oder? Man kann den noch aus dem Weg gehen, hoffe ich. Fuck, hier ist auch noch eine Kombination. Nee, Moment. Ich höre irgendwas fauchen. Das gefällt mir nicht. Warte mal, was war das? 32, 16, 4. 32 rechts. 16 links. 4 rechts. Auch nicht. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel mir sagen will. Ich bin hier an der falschen Stelle, das kann natürlich auch sein. Ja, ich habe leider kein Feuer, Zombro. Ist ein bisschen schlecht ressourcentechnisch. Ich habe für meine Pistole hier 23 Schuss oder irgendwas. 22. Und ich bin ziemlich sicher, dass das da hinten irgendein Gegner ist. Das sieht zumindest... Wo ist denn der andere Typ abgeblieben? Hier war doch eben ein Vieh. Wo ist denn der abgeblieben? Ich würde primär eigentlich gerne nochmal speichern gehen. Bevor ich hier brutal gefressen werde. Ich fürchte nur... Ah, Moment. Das war der Eingang in die Bibliothek, durch die wir gekommen sind. Durch den wir gekommen sind. Wo war denn der Speicherpunkt, verdammte Axt? War hier überhaupt einer? Hier war gar keiner, oder? Würde ich behaupten. Oder war hier irgendwo ein Safe Point? Man hat auch keine... Eine Automap hat man nicht, ne? Nee, ich glaube nicht, dass ich wüsste. Verbesserung, Dokumente, Inventar. Nee, mehr gibt's nicht. Ja, so viel dazu. Von hier sind wir gekommen initial, oder? Where did everybody go? Where did everybody go? To the other side. Ja, hier kamen wir irgendwie raus, ne? Ich glaube. Ja, wow. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Was muss man denn hier tun? Spül! Sprich mit mir. Ich habe echt keine Ahnung, was das Spiel von einem will. Zettel, Dinge, Sachen, das haben wir alles angeguckt. Das ist die Bibliothek. Hier sind noch Schubfächer. Kein Loot. Hier ist noch mehr. Auch keinerlei Loot. Na gut. Du bist kein Gegner, du bist einfach nur Zeug, ne? Alter, das sieht aus, als ob da einer... Also vorhin sah das aus, als ob da einer steht.
Wo ist denn der andere Vogel jetzt abgeblieben? Hier sprang doch eben noch ein Vieh rum. Keine Ahnung. Ein Loot Rank. Wo gibt's das meiste Loot? Nicht hier. Kommt man denn hier irgendwie runter? Ja, wir waren vorhin unten, ne? Von der anderen Seite. Und hier bin ich irgendwie verreckt, weil diese Spinnenbiester kommen. Hm. Was muss man denn hier tun? Muss man das jetzt hier alles mit der Kamera abklappern oder was? Ist das der Plan? Wir können ja eigentlich nicht viel machen, außer einmal im Kreis laufen. Ich glaube, hier links ist nur der Bibliotheksbereich. Ah, hier liegt noch ein Zettel, warte mal. Und hier liegt noch Alkohol. Nehmen wir. Der Doktor ruft alle dazu auf, Vorräte zu sammeln und sie im Hauptsaal abzugeben. Nicht nur Nahrungsmittel, Getränke, Verbandszeug, sondern alles, von dem sie glauben, dass man es als Waffe einsetzen kann. Die Kreaturen, die sich hier aufhalten, sind äußerst gefährlich. Erst gestern habe ich beobachtet, wie eine von ihnen einen Mann am Kragen fortgeschleppt hat, völlig mühelos, als hätte er kein Gewicht. Okay. Monster, mit anderen Worten. Ah. Patronen. Monster. Das hilft mir jetzt akut, aber erstmal nicht allzu sehr weiter. Verdammte Axt. Ja, die Lösung muss ja dann irgendwo hier in der Bibliothek liegen und ich bin irgendwie nur zu doof, sie zu finden. Warte. Es muss ja irgendwas hier mit dem Code zu tun haben, wahrscheinlich. Hier ist nämlich in dieser Anderswelt noch so eine Schatulle. Ah, ich habe ja noch ein Zahnrad, ne? Was kann man da mit dem Zahnrad anstellen? 143k. Ja, man muss ja auch mal, ne? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ich weiß schlichtweg einfach nicht, was ich mit den Punkten großartig machen soll, außer jetzt irgendwelche Emotes oder irgendwelche Sachen da. Mir noch kein wirkliches. Na gut, man könnte solche Sachen machen wie mit, ja, ich muss jetzt irgendwas trinken oder muss einen Witz erzählen oder irgendwas. Sowas, was hier Caro da neulich hatte, als ich da zu Gast war bei ihr. Die auch so eine lustige Aktion. Ich weiß nur nicht, ob ich das möchte. Dass der Chat dann andauernd irgendwelche Aktionen auslöst und ich hierzu gar nichts mehr komme. Weiß ich nicht, ob ich das will. Ein Gedicht für Punkte, boah. Das ist zu anstrengend, glaube ich. Auf Kommando dichten müssen? Boah. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Da kommt meine Kreativität auch an ihre Grenzen. Hast du irgendwas Lustiges für Punkte, Zombro, was deine Follower bei dir irgendwie kaufen können? Vielleicht muss ich ja hier noch irgendwas machen. Ja, bisschen durchgesessen. Hier ist noch ein Zettel. Endlich ist es uns gelungen, alle Türen und Fenster zu vernageln, die wir finden konnten. Um das hierfür benötigte Holz zu bekommen, haben wir die verbliebenen Möbel und Trümmer des Hotels verwendet. Hoffentlich kommen nicht noch mehr von diesen Scheißkerlen. Es reicht bereits, dass wir uns um die kümmern müssen, die bereits hier sind. Wenn wir das schaffen, sind wir endlich in Sicherheit. Zur Belohnung gibt es ein Furzgeräusch. Ja, das muss ich mir nochmal angucken mit Emotes, die Geräusche machen. Weil sich das hier mit meiner Soundkonfiguration so ein bisschen beißt. Weil wenn die im OBS ankommen, dann ist das ungünstig. Dann habe ich hier nämlich irgendwie doppeltes Audio. Ist ein bisschen schwierig. So, was will denn diese Enigma?
Da kann ich nichts einsetzen. Kein Zahnrad zumindest. Wofür ist denn das? Hedy kennt sich da aus? Dann sollte ich vielleicht mal den Hedy fragen. Naja, die Frage ist, ich streame ja das Audio nicht über den Desktop-Kanal, sondern über einen eigenen Kanal mit dem Spiel. Und ich, weil das Problem ist, Windows ist wie üblich das Problem. Denn das Game-Audio kommt trotzdem auf dem allgemeinen Desktop-Audio-Kanal an. Und wenn ich da noch irgendwelche Sound-Geschichten abfeuere, dann muss ich ja den Desktop-Kanal aufmachen. Und hätte dann bei der Konfiguration hier das Audio vom Spiel doppelt mit leichtem Delay und dann face das irgendwie. Naja, die Lösung wäre, das Spiel nicht über den eigenen Kanal, sondern über den Desktop Audio zu ziehen. Dann würde das gehen. Dann mischte einfach die Geräusche dazwischen und dann ist gut. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Den möchte ich. Ich glaube, ich mache dann auch Schluss für heute. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen die Nase voll von dem Rumgelaufe. Wir machen beim nächsten Mal mal weiter oder ich gucke mal irgendwie nach, wo man hier hin muss. Ich bin gerade irgendwie, ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich habe die Ressourcen nicht, Dinge, Sachen. Ja, bisher auf jeden Fall ganz cool. Ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Ja, Donnerstag würde ich The Shore spielen. Das ist so ein Lovecraftiger Walking-Simulator. Der geht, glaube ich, auch nur 2 bis 3 Stunden oder so. Der ist nicht so lang. Ja, Zombo, ich muss morgen arbeiten. Ich muss einigermaßen fit sein. Ich kann nicht vollkommen übernächtigt sein. Das ist nicht so geil. Warte mal, ich will noch mal... Moment, waren wir hier schon? Ja, doch, hier waren wir schon. Weil das hier so spooky aussieht irgendwie. Ah, hier liegt Munition. Moment, hier waren wir noch nicht. Hier liegt Munition rum. Hier waren wir definitiv noch nicht. Moment. Aber das ist doch hier der Vorderbereich der Bibliothek. Ich habe einfach Munition übersehen. Ich will nochmal hier hinten reingehen und mal gucken, ob man diese hässlichen... diese spinnenartigen Viecher auch umballern kann. Ich vermute, dass das Spiel die hier platziert, um einen dran zu hindern, dass man hier weitergeht. Alter. Überall glitscht und schmattert es hier. Warte. Nee, Schlüssel geht nicht. Kommt nur, ihr... Kann man einfach durchrennen? Warte mal. So viel dazu. So much for that. Jetzt kommt gleich das nächste Vieh, ne? Spooky Ghost Girl Things. Ich bin so gut wie tot. Fuck, ey. Es gibt so wenig Health in dem Spiel. Es ist einfach nicht schön. Ich finde jetzt hier total hilfreichen Loot. Spiel, jetzt ist deine Chance, mich mit... Naja, Munition ist auch gut, aber... Ja, ich weiß, ich wollte aufhören, aber jetzt bin ich doch an dem Mädchen vorbeigelaufen und jetzt habe ich... Jetzt habe ich keine andere Wahl. Kamera. Tagungsraum 2. Kann man den aufmachen? Ne, ich habe eh keinen Schlüssel für den Tagungsraum 2. Den kann ich, glaube ich, eh nicht öffnen. Den werde ich jetzt wahrscheinlich eh verrecken, wenn ich hier irgendwas mache. Es sei denn, hier sind noch irgendwelche lustigen, versteckten, nur durch die Kamera sichtbaren Sachen. Springen mich die Viecher auch an, wenn ich durch die Kamera gucke? Oh nein, das undurchdringbare Küchentuch.
Ich komme einfach nicht durch. Vielleicht wäre das Kamera-Upgrade doch nicht die dümmste Idee. Ja. Zombo, du hier. Okay. Da hängt einer. Wow. Küchentücher sind undurchdringbar. Unkaputtbar. Jetzt mobbt er auch noch seine Fanbase. Ach komm. Das wollt ihr doch so. Ich erfülle hier nur die Erwartungen. Loot! Oder auch nicht. Kein Loot. Das ist nicht gut. Ja. Na, wenn das so ist, dann gehen wir nochmal speichern und dann machen wir wirklich Schluss für heute. Dann speichern wir nochmal und dann... Wo war denn jetzt der Speicherpunkt? Speicherpunkt, zeig dich. Du warst irgendwo hier unten. Ich weiß nur nicht mehr wo. Speicherpunkt. Ah, hier drüben. There you are. So. Dann hat man unendlich viele Saves. Ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwann überschreiben muss. Interessant. Ja, dann, Freunde der Nacht, machen wir an der Stelle mal Schluss. Bislang cooles Spiel. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich möchte bitte gerne die Shotgun haben. Jetzt gleich. Und ja, dann ansonsten bis Donnerstag. Donnerstag gibt es, wie gesagt, auch so Walking Simulator. Grafisch auch ziemlich geil. Dürfte atmosphärisch werden. Am Freitag möglicherweise Scorn. Scorn erscheint nämlich am Freitag. Und ich habe mir, Phil, falls du noch da bist, ich habe mir jetzt den Game Pass wieder zugelegt. Und Scorn ist gleich im Game Pass drin. Und von daher vielleicht das. Und am Samstag gibt es die nächste Synopsis, Folge 11. Da geht es um die besten und schlechtesten Horrorfilmreihen, also so Franchises, ne, so Hellraiser und diese ganzen Sachen. Da wird auch Taya wieder mit am Start sein. Ja, dann bis spätestens dann, würde ich sagen. Dann eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.